two towers bathed in red. A king broken. Secrets unspoken. A way home for those long dead. Escape or face defeat. Let's see which fate our guest shall meet. Okay. Voll dunkel, Alter, ich sehe gar nichts. Hallo? Hallo, hallo? So, okay, ich bin wieder da. Hallo! Hallo. Alter, es ist so dunkel, ne? Oh, wo ist denn hier die Scheiße? Ich hab hier ganz viele so Räume. Mal gucken, ob ich hier irgendwas mitnehmen kann. So, was haben wir denn jetzt? Ich kann, glaube ich, nur in einen rein. Alter, wie kann ich denn diese Hilfe da oben ausmachen? Das geht mir ja richtig auf den Piss. Ja, das ist... Ist alles abgeschlossen? Ja, bei mir auch. Ich komme nur in einen Raum rein. Ah, jetzt ist es weg. Communicate what you see. Ja, das steht bei mir auch. Schon eine ganze Weile. Steht da... Wir sind die Summe. We are the sum? Of our parts steht bei mir. Also ich habe dann die zweite Hälfte. We are the sum of our parts. Die Summe... Parts? Was ist denn Parts? Ich habe... Oder auch Ecken? Ne, Teile. Ah, the sums? Wir sind die Summe unserer Teile. Also ich habe hier so ein Symbol in der anderen Kammer. Das ist ein Kreis mit einem Dreieck drin. In dem Dreieck ist noch ein Stern. Was? Stern. Stern? Wie viele Ecken hat der Stern? 5. Also, okay. 5 Spitzen. Ja, ja. Dreieck? Dreieck? Wie viele Ecken hat ein Dreieck, Alex? Ja, nein. Ich such das halt gerade. Dreieck, was war das dritte? Ein Kreis. Einfach nur ein normaler Kreis. Ja, ah, also ja. Ist okay, ein, ja. Ja. Tür ist offen. Und oh, meine auch. Wieso sind die X bei mir unten? Was heißt das? Wir sind X unten aufgeploppt. So, das heißt einfach nur, dass das nicht geht. Deep, oh, Junge, jetzt sogar mit Jump Run hier. Ja, ich kann nicht rein. Ah, doch. Auch mal. Doch, die ganze Zeit R, E. Anstatt linke Maustaste. So, was haben wir hier? Hier ist zu. Da kann ich rein. Ich glaube, hier muss man einfach nur crouchen. Das ist noch Tutorial-mäßig hier. Ich hab hier so einen Hebel. Lass mal pullen. Alter, ein Gegner! Oh mein Gott. Alter, das ist ja ein richtiges Horrorspiel hier noch geworden. Da war ein Gegner. Ich hab einen Gegner. Das war mir damals schon zu viel in diesem scheiß Labyrinth, wo die ganze Zeit dieses Viech rumgelaufen ist. Nein, das ist am Ende. Ja, auf jeden Fall. Warte mal, muss ich erst nochmal machen. Okay, ich hab's geschafft. Nein, ey Junge, jedes Mal, wenn man einen neuen Abschnitt kommt, leckt's bei mir. So, ich hab hier das gleiche Rätsel wie eben. Ich muss was placen. Achso, warte mal, ich hab hier. Hast du eine Tür? Ja, auch mit so Symbolen? Ja, ich hab Symbole. Ja, dann einmal so ein Drachensymbol. Ich hab so ein. Was ist denn das? Wie nennt man das? Trapez? Mann, du musst die ummodeln. Ah, hier. Achso, warte, bei mir steht wieder was. Will open the part. Nee, was? Bath? Bath oder part? Nee, Bath. Nee, was soll das heißen? Wie kann ist ich das Haar? Benutzen? Ach, Junge, der Zoom ist ja richtig wack, Alter. Place. This can be found in the menu. Hints. Okay. Achso, nee, ich will keine Hints. To be was? Made whole again. Was steht denn bei dir für ein Text? Ja, to be made whole again. To
will open the bath. Ja, okay. Ich weiß nicht, was Bath ist. Das, nee, Path, nicht Bath. Oh, das ist ein P. Ich dachte, das ist ein B. Ja, ich habe so ein Symbol. Wahrscheinlich muss... Ja, ich habe die gleiche Tür wie eben, wo ich so Sachen rotieren muss. Ja, ich kann diesmal auch Sachen rotieren. Ja, ich sag doch, ein Drachen musst du machen. Einer ist ein Drache. Drache, also so ein... Mann, ein Drache halt. Werder Bremen nur Spitzhauen. Ein Drachensymbol halt. Ja, warte. Ja, so eine Raute. Aber es ist so schräg. Nee, eine Raute ist kein Drache. Doch, ein Drache ist auch eine Raute, glaube ich. Ja. Aber eine Raute ist kein Drache. So schräg, ja? Ja, halt mit Spitzer unten. Ja, so ein schräges Werder Bremen Logo. Ja, okay, habe ich. Das, was für schräg? Das ist einfach nur... Das ist, nein. Dann ein Kreis und ein Fünfeck. Kreis und Fünfeck, oder? Nee, das ist ein Fünfeck. Wie heißt denn das? Weiß nicht, das ist ein Fünfeck. Das Ding! Ah, ich hab hier noch ein anderes. Diese Scheiße soll mal aufhören. Das ist der Drachen, okay. Warte, geht das denn da mal weg da oben? Das geht mir hier auf den Sack. Okay, ja, meine Tür ist offen. Aber ich hab, ich hab ein Trapez. Was ist denn ein Trapez, Alter? Ja, so ein Viereck, was unten länger ist als oben. Okay, da ist es nicht. Oh, nee, jetzt hab ich's weggerollt, ja. Dann ja, habe ich. So ein Halbkreis, also die obere Hälfte vom Halbkreis. Die obere Hälfte vom Halbkreis, ja. Ja. Und so ein Blitz-S, also so Harry Potters Narbe. Ja, hab ich schon. Okay. Alter, eine Fackel hab ich. Alter. Diese Torch. Ah, jetzt sieht man wenigstens ein bisschen mehr was. Okay. Oh, ich hab hier wieder so ein Ding. Ah, da läuft einer! Ja, bei mir war auch schon einer, das war so Jumpscare-mäßig, keine Ahnung. Der ist einfach abgehauen. Da war so ein Gollum ist bei mir vorbeigelaufen. Ja, der hat mich gerade eingesperrt. Ich habe wieder solche Zeichen, Junge. Denken Sie sich keine neuen Rätsel aus? Ich habe auch Zeichen. Wieso kann ich das nicht nehmen? Achso, warte mal, ich muss noch ein zweites Teil finden. Ja, genau, sind zwei. Ja, ich hab wieder hier... Wo ist denn das? Ach, da ist das andere Teil. Ich muss meine Teile nur kurz suchen. Was ist dein Symbol? Meine drei Symbole? Ja. Ein Mond, der nach oben offen ist. Ja. Dreieck. Ja. Und diesmal, was ist das? Ein Sechseck. Okay, warte, ich muss kurz ans andere Ende vom Raum laufen. Es ist ein Sechseck auch. Ich muss mal gucken, wo das hier ist. Da nicht. Ja. Dann ein Quadrat. Nein, oh, das stand da schon, ja. Und so das Innere von dem Mercedes-Stern, also so, ne? Naja, ich hab schon. Wo ist Gollum? Wir rennen hier Gollum hinterher. Verprügel den. Warum kann man nicht sliden, wenn man Sprit crouch Strike sprint? A pose. Hold. Alter, wir können Schere, Stein, Papier spielen. Hä? Nee, er hört einfach nicht auf. Ich kann hier so einen Hebel drücken. Ey, du musst mal zu mir kommen. Ja, warte, ich hab grad gewunken. Wie winkt? Wo kann man denn winken? Ich muss auschecken, wie man winkt. Alex, bist du hier? Hallo. Wo winkt man denn? Alex, wo bist du? Ah, da ist er ja. Wie winkt man? Hallo. Wie das ist das? Mit T. Bei mir passiert da nichts. T hey, halten. Ah, lol. Ja, Alex. Schink schon geschong. Stein auf Ehre, oder? Stein auf Ehre. Muss denn hier, ja, muss ansagen. Okay. Schink, schang, schong. Oh. Okay, jetzt geht's los. Er macht, okay, wir müssen ja trotzdem. Okay, 1, 2, 3. Nein. Scheiße. Okay, 1, 2, 3. Alter! Oh, hör doch auf, Junge! Junge, willst du nicht verarschen? 1, 2, 3.
Junge! Junge, du gehst mir richtig auf den Sack. Hör doch auf. 1, 2, 3. Was ist denn das? Wir hatten beide Schere. Bei mir hast du gar nichts gemacht. Hä, doch, ich hab was gemacht. Bei mir, ich hatte Schere und du hattest Schere auch. Bei mir hast du nur die Fackel gehalten, bei mir hast du gar nichts gemacht. Aber ich hab Schere ausgewählt auf jeden Fall gehabt. Okay, 1, 2, 3. Ich hatte Blatt. Jetzt bin ich verwirrt. Das sah aus, als ob der. Also jetzt hab ich nicht hingeguckt, scheiße. Warte jetzt. Jetzt hattest du Stein und ich hatte Schere. Ich glaube, ich hatte eben Papier ausgewählt, aber der hat bei mir ein Scheren-Symbol gemacht und bei dir auch. Ich hab keine Ahnung. Das weitergehen. Alter, wir haben das Spiel durchgespielt. Nice, Alex. Alter. GZ. Weltrekord. Du hast das Game durchgeheatet. Ah. Oh nee, ich hab gekleckert. Alter, was hab ich denn für Lags? Alter, Junge, was geht denn jetzt ab? Mein PC rafft das Spiel nicht. Junge! Alter, ich kann nicht spielen. Ich hab einmal Blackscreen, weil mir passiert nichts. Der Zoom ist wirklich richtig weg. Was muss ich machen? Runter. Ja, jeet. Ich seh nichts. Boah, Fackel. Okay, was ist das hier? Hier ist ein Glibberschloss. Oh, was ist das hier? Pullpick. Was ist da drin? Oh Gott, was ist denn das? Schlüssel aufgehoben. Oh je, Alex, ich habe ein Rätsel. Ah, da ist er ja, hallo! Kann ich damit machen? Kann ich dir meinen Schlüssel geben? Ich kann dir einen grünen Schlüssel geben. Hast du einen blauen Schlüssel? Achso, ja, den habe ich aber glaube ich nicht reingepackt. Na, Idiotensohn, ja, nimm mal den grünen Schlüssel, ich brauche den blauen. Ich brauche, ja. Achso. Ja, ich habe jetzt meinen da reingehalten, ich hätte einen grünen. Kannst du nicht kurbeln? Nö, ich hab ja nix zum Kurbeln. Boah, ey. Hey, ich kann... Warte mal, ich muss erst aufschließen. Kann man hier runterfallen? Nee, ne? Nein. Ach du Scheiße, was ist denn das? Jetzt hab ich hier diesen... Scheiße, die ganze Art. Interact. Ach du Scheiße, was ist das? Ach du Kacke, Alter. F, Select, D, Select. Ich muss ja irgendwie ganz wilde Rätsel machen. Ja, jo. Ich habe auch so eine Tafel bei mir stehen. Warte, ich muss erstmal gucken. Sieh mal. Ich brauche einen Schlüssel für Unlock. Hier ist ein Casino. Ich habe hier so... Ich habe hier noch so wie so ein Tresor, wo ich so vier... So vier Zahlen, also so vier, wo ich drehen kann. Aber ich habe fünf Zahlen aufgehoben. Da. Hier liegen irgendwo Items auch rum, ne? Mal hier kann ich noch hoch. Was hast du aufgehoben? Ja, irgendwie fünf? So eine 5. Okay, zwei Türen muss ich aufmachen. Ich habe auch zwei Türen, die ich aufmache. Ich habe noch so ein Ding aufgehoben. Ich habe jetzt eine 5 und eine 2, so Kreise mit einer 5 und einer 2. Oh ja, das ist gut. Weil ich habe hier so, ich habe so Kreise, wo ich quasi was einstellen muss. 5 und 2, ja gut, das bringt mir bisher noch gar nichts. Und da oben hast du noch eine Kurbel. Du kannst mir irgendwas rüberschicken. Oder ich kann dir die Dinger geben, ich hab keine Ahnung. Okay, dann lass erstmal das andere Rätsel da unten versuchen. Welches? Ja, dieses mit der Tafel. Ja, was muss ich da machen? Weiß ich nicht. Also ich hab hier so Symbole. Ich hab runde Symbole. Und eckige Symbole. Halt so ein paar Symbole, die halt fest... Oh, du machst bei mir irgendwas. Ich habe so ein Kolben, nee, wie heißt das? So ein Reagenzkolben da ausgedickt. Aber der steckt fest. Ja, der genau, ist der Schako. Schako kann ich auch bewegen. Kann nur die Runden bewegen und du machst die... Nee, ich kann die Runden bewegen. Oh, bei mir sind das die eckigen. Ja, okay. Okay, warte. Ja, mach mal... Mann, ey, ich hab diese Scheiße in der Hand. Oh, mach mal Schako nach rechts. 2. Und die Krone auch. Oh. Und dann jetzt dieses Reagenzglas. Mach das mal noch. Warte mal, nee. Es war Int, oder? Warte mal, what the fuck? Wo müssen denn deine Dinger überhaupt hin? Ja, das gucke ich gerade. Also die Krone mit den vielen Zacken muss nach links unten.
Achso, warte mal. Aber warte mal. Ja, meine Krone muss eigentlich nach oben. Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte. Hey, mach mal deinen Scheiß nochmal zurück auf die Ausgangsposition. Und nimm mal die Krone. Na, warte. Nein, dein Scheiß muss da weg, dein unten, was du gerade nach rechts gemacht hast. Das hier muss weg? Ja, mach mal weg, ich brauch Platz. Jetzt machst du deine Krone nach unten. Okay. Ja, jetzt muss ich erstmal meine. Oben. Okay, dann ist die schon mal weg, das ist gut. Ja. Mach den Joker auch mal nach oben. Ich weiß nicht, wo der Joker hin ist, der ist bei mir die Anzeige. Bin mir auch nicht. Okay, ich habe jetzt hier noch die Krone, die ich bewegen kann. Die muss halt am Ende da unten hin. Ja, mach die doch mal nach oben erstmal. Nee, das wäre Int. Kann ich nicht, weil ich brauche auch noch das Haus. Das Haus muss ganz nach rechts. Deswegen machst du jetzt erstmal das Reagenzglas ganz nach oben. Ja, nee, du kannst die, aber das funktioniert nicht. Du musst ja einmal die Kronen... Warte mal. Junge, das Haus... Ja, der Schako muss da weg. Hä? Ja, der Schako muss da weg auf jeden Fall erstmal. Ja, dann hau den mal weg. Aber das Haus muss auf jeden Fall ganz nach rechts. Nee, warte mal. Achso, ja. Oh ja, warte. Nein, lass den Schako. Das ist ein Schako. Schako. Jetzt die anderen. Also kannst du das Getränk nach unten machen. Das Reagenzglas nach unten. Noch weiter. Okay, jetzt kann ich das Haus erstmal schon mal wegmachen. Okay. Jetzt. Ja, gut, jetzt. Okay, der Schako ist anscheinend egal. Hä, der Schako? Nein. Achso, ja, der Schako ist echt egal. Was passiert jetzt? Ja, diese Dinger da fahren jetzt anscheinend. Ich habe also auch keinen Schlüssel hier früh. Wir müssen irgendwas machen. Ich habe auch keinen Schlüssel. Roten Schlüssel. Kriege. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt das nächste. Hast du noch irgendwie so Zahlen bei dir? Zahlen? Ja, ich habe so Kreiszahlen aufgehoben. So eine 2 und eine 5. Ja, weil ich habe hier. Ah, hier mein. Hier halt das, so mein Gamble-Automat dreht sich. Was muss ich hier machen? Also ich hab hier halt so, nicht wie so ein... Also ach, da liegt ein Schlüssel, lol! Wie so Schlösser beim... Was war einer? Ein gelber. Oder welche Form hat das Ding? Eine Glocke? Drache? Glocke, ne, was bin ich, glaube ich. Das ist schwer zu beschreiben, diese Form. Auf jeden Fall liegt hier also bei meinem Gamble-Automat ein Schlüssel. Das. Ich habe hier halt nur eine Sache, mit der ich interagieren kann. Das ist halt so ein, also da ist so ein Schlüssel eingesperrt, das sehe ich auch, den brauche ich auch hier für bei mir. Das ist so ein runder. Und daneben sind halt so wie vom Tresor so Zahlen. So Zahlenschlüssel, die man so drehen kann. Aber die haben halt keine Zahlen, die haben einfach nur so, die haben halt 6 Punkte drumherum. 5 Punkte? So 4 von diesen. 5 Punkte sind das. Bei mir habe ich hier mit 5 Punkten. Ich habe 6 Punkte. Okay, ich kann auf jeden Fall mit meinem Gamble-Automat hier unten interagieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Was passiert denn, wenn du mit dem interagierst? Ich kann nicht mit dem interagieren, der dreht sich nur manchmal. Interagier doch mit dem. Und dann müssen irgendwelche Symbole werden. Hier passiert da was, wenn ich das hier drehe? Nee. Das tickt einfach so eine Zeit und jedes Mal, wenn es 12 Uhr oder oben der Zeiger oben ist, dann dreht sich die Scheiße. Und hier können so Lampen leuchten oben. Ich glaube, die sind auch aus. Keine Ahnung, ich glaube hier, das ist scheiße. Ich habe legit nichts anderes, was ich hier bei mir machen kann. Ich habe nur diese Rädchen halt. Ja, warte mal, ich gehe nochmal hoch. Hier war eine Endstation. Hier ist noch ein Schlüssel. Ey, warte mal, da oben ist doch ein grünes Schloss. Ich habe noch einen grünen Key bei dir. Abfahrt. Ich komme da aber nicht hoch. Wieso nicht? Weil da kein Weg hin ist? Okay. Oh, lol. Hier kann ich ein Regal wegschieben. Was ist denn das? Hier oben kann ich auch nichts machen. Ich muss die Tür irgendwie aufkriegen, dann komme ich nach da unten. Also hier oben kann ich nichts machen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ich tun muss. Also ich kann mit nichts mehr hier interagieren. Ich habe hier ein Regal, da steht dran Push. Dann drücke ich das an Push, dann fasst er das an, aber er tut nichts. Wie kann ich denn pushen? Was ist denn das hier? Push heißt das Spiel. Ich nö. Da ist ein Schlüssel drin, den hätte ich gern.
Aber wir können. Warte mal, erstmal hier die Controls Aber wir können uns ja immer noch Sachen hin und her schicken. Warte, soll ich dir erstmal. Okay, warte mal. Ich schick dir mal hier meine zwei Räder, die ich hier gefunden habe. Keine Ahnung, ich kann damit nichts machen. Oh, man kann immer nur eine Sache schicken, ey. Oh. Das ist erstmal das eine Rad. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich kann damit nichts machen. Hä? Da ist nichts drin. Hä? Wieso habe ich noch beide im Inventar? Hey, Junge, was ist das? Hä? Alter, ich raste aus. Da stand, das war doch eben drin. Ah, jetzt ist es drin. Ja. Hast du noch irgendwelche anderen Items aufgehoben? Nö. Kannst du damit was machen? Nein. Aber ich habe hier auch eins drin liegen, aber es liegt halt hinter so einem Regal und ich weiß nicht, wie ich dieses Regal umnocken kann. Ich schick dir die 5 hier auch noch. Ja, die, was soll ich damit? Keine Ahnung. Ist jetzt deins. Ich habe ansonsten noch einen grünen Schlüssel. Kannst du einen grünen Schlüssel noch irgendwas machen? Welche Farbe hatte dein Schlüssel nochmal? Blau. Ich verstehe dieses Regal nicht. Hier steht einfach ein Regal. Und da steht Push und er schnappt sich einfach dieses Ding, macht aber nichts damit. Und ich kann auch nichts. Egal was ich drücke, er tut halt einfach nichts. Hm. Ja, ich kann auf jeden Fall bei mir mit nichts mehr interagieren. Ich halt nur mit diesem Regal und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Er schnappt es sich einfach nur, gibt mir keine Indikation, dass ich irgendwas tun soll und lässt es dann wieder los. Ach Mann, was ist das denn? Ich verstehe diesen Slot-Automat nicht. So, bewegt sich das beschissene Regal nicht? Hast du irgendwas mit Symbolen, wo irgendwelche Muscheln drauf sind? Ich habe hier gar nichts. Wenn ich irgendwas hätte, was nach was aussieht, hätte ich dir das gesagt, aber... Ich habe hier legit nur diese Dinger, also diese Rädchen, dann zwei Türen, wo ich halt... Die beide halt zu sind, wo ich, Ja, zwei Türen, Schlüssel die zu sind, habe ich auch. Und dann halt noch das Regal, das einen Raum versperrt, wo ein Schlüssel und so ein Zahlenrädchen auch drin liegt. Aber da komme ich halt nicht rein, weil ich dieses Regal nicht... Ah, dahinter liegt noch eine 4. Ich habe auch so ein Glasregal. Da liegt, du hast noch 5. Also 1, 2, 4, 5, aber... Ja, aber die an die 4 und da sind 4 und ein Schlüssel. Also wir müssen irgendwas hier mit meinem komischen... Das ist ein Gamble-Automaten mit den Muscheln machen. Da ist eine 4 hinter und ein Schlüssel. Ein gelber Schlüssel. Aber ich weiß nicht, wie ich da irgendwas zum... Leuchten bringe. Ich habe hier einen Kreis, roten Schlüssel und irgendein. Ja, ich habe hier. Ja, einen Kreis, roten Schlüssel bräuchte ich. Ja, ich auch. Ja, gut, das ist dann wahrscheinlich auch das Ding hier. Das ist das Ding hier zum rüber, runterfahren. Ne, zum dir rüberfahren, ja. Ich verstehe nicht, wie ich es dämlich egal, aber wir kriegen. Hat es denn nochmal passiert, als sie dieses Rätsel hier gelöst haben? Das Licht ist angegangen und diese Wagen sind halt da vor deinen Tore gefahren. Das Licht ist angegangen und die Wagen. Aber wie gesagt, also ich bitte, Mann, ich muss irgendwas mit diesem Regal machen, aber ich weiß nicht wie. Gibt halt wirklich nur, wenn ich davor stehe, diesen Kator, dass ich mit Linksklick halt Push machen kann, dann schnappt er sich das, macht eine Animation und kriegt es aber nicht weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass ich irgendwas falsch mache oder dass mir noch irgendein Gegenstand fehlt. Aber ich habe halt sonst nur dieses Rätsel mit den Rädchen und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll.
Ich kann auf jeden Fall hier mit gar nichts mehr interagieren. Bei. Was? Das ist doch. Danke. Du kommst doch nicht nach oben. Nö, ich hab nur diese, quasi diese, also die Etage, wo wir eben dieses Spiel gemacht haben, und dann jetzt halt die nächste. Halt wirklich nichts tun. Okay, Moment mal. Haben. Nein. Alter, also die 2 ist so rot und die 5 ist so weiß. Die 1 kann ich leider nicht ganz erkennen, welche Farbe das ist. Aber. Oh! Ich habe hier so einen Teppich, fällt mir gerade auf. Da sind irgendwelche Zeichen drauf. So Kreise. Und auf manchen Kreisen ist ein Pfeil drauf. Ja, sag mal, wie. Also oben sind 5 Punkte und auf den unten rechts wird gezeigt, zum Beispiel. Unten rechts 5. Okay, warte mal. Ja, habe ich gemacht. Hast du da noch mehr von in der Art? Ja, 4 auf den rechten. Auf den oben rechts. Nee, bei 4 sind einfach, ist, nee, da ist nur oben, links, rechts und das sind die 4 und es wird auf den rechten gezeigt. Warte, was? Also ich habe hier halt 2x2 von diesen, also in so einem Quadrat halt 4 von diesen Dingern, von diesen Zahlen. Ja, ich auch. Ach so, oder warte, zeigt der Pfeil immer an, wo oben ist, nee, hä? Da muss man umdenken. Okay, bei den. Okay, warte. Ich hab noch einen mit 6. Der zeigt auch auf den oberen. Unten rechts. Damit hat 6 und zeigt auf den oberen. Aber wie auf den oberen? Ich hab 2 obere. Okay, da muss man dann. Okay, warte mal, muss man irgendwie drehen. Wie sieht denn das bei dir überhaupt aus? Ich hab gar keine Ahnung. Ich habe. Das ist ein Quadrat quasi vom platztechnischen her. Und oben links ist quasi so ein rundes Ding. Oben rechts ist ein rundes Ding und links und unten rechts. Also 2x2. Und die runden Dinger haben halt so jeweils 6 Punkte auf dieser Außenbahn. In der Mitte halt so wie von so einem Tresorschloss so ein Pfeil, der dann da drauf zeigt, den du drehen kannst. Oben links sind halt 5 Punkte, dann oben rechts 4 Punkte, unten links 3 Punkte, unten rechts 6 Punkte. Okay, mal, dann mach ich mir 5. Oben rechts waren wie viele? Oben was? Wie 3. Viele waren oben rechts? 4. Und unten links? 3. Ja, das war nicht richtig. Aber ja, die zeigen Punkt? Auf immer auf verschiedenen, also auf, es wird immer auf einen verschiedenen anderen Punkt gezeigt bei jedem. Okay. Wo zeigt denn oben links denn auf welchen Punkt? Auf den unten rechts. Rechts. Okay, und oben links? Oben rechts, Entschuldigung. Auf den rechten. Auf welchen rechten? Junge, bei mir ist nur ein Rechter. Ja, aber oben rechts oder unten rechts? Es ist nur ein Rechter! Ja, aber ist der ist der relativ oben gelegen? Okay, oder? Warte, ich glaube, man muss umdenken. Wenn das der gleiche ist, wahrscheinlich dreht das genau gleich, dann ist es bei, dann müsste es dein unten rechter sein. Unten rechts, okay. Aber ich keine Ahnung. Also beide unten rechts jetzt. Was? Keine Ahnung, ja. I don't know. Bei mir sind die halt anders rotiert als bei dir. Alex! Was muss man denn hier machen? Bist du die grauen Zellen an? Junge, ich hab einfach nur irgendwelche Punkte auf und irgendwelche Punkte wird gezeigt, aber die sind anders rotiert als bei dir. Ich weiß doch nicht, wie das bei dir aussieht, Mann. Ich kann dir nur sagen, wie das bei mir aussieht. Aber was du bedrehen sollst, kein Plan, Digga. Digga, das ist sorry. Ich würde sagen, beim ersten richtigen Rätsel. Junge, was so. Ha. Okay, ich hab keine Ahnung, Alter. Also ich weiß nicht. Sind wir jetzt echt so blöd, oder? Ich hab hier so einen 100% Achievement Guide aufgemacht und der hat einfach ein Foto von der Lösung gepostet und ich raff's nicht. Ich versuch's gerade einfach nachzuvollziehen und ich check's einfach nicht. Das ist schon mal gut. Ich versteh's nicht. Oh mein Gott, warte mal. Hast du bei dir irgendwo so ein Papier rumliegen, wo Pfeile drauf sind? Oh mein Gott, die liegen hier unten bei mir rum. Digga, die habe ich nicht gesehen. Das hat was damit zu tun? Toll, Alex. Bruder, nein. Digga,
das ist in der völlig anderen Etage. Da liegt so ein einzelnes. Toll, Alter. Ein einzelnes Blatt rum. Nein, 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 halt einmal. Digga, da kann man niemals drauf kommen. Da ist einfach nur ein Blatt, da wo 4 Pfeile drauf sind. Bruder. Okay, warte, ich hab mir die Lösung nicht gemerkt. Jeder macht ihn nochmal neu. Hey, da waren die Punkte, dann ist ja mein dann ist dieser Teppich voll der Bait, die braucht man ja gar nicht dafür. Auf diesem Blatt sind einfach, ist auch, okay. Da ist ein Pfeil, der oben links muss nach oben gucken. Der oben rechts muss nach unten links gucken. Warte nochmal. Ja, oben links guckt nach oben. Okay. Oben rechts guckt nach unten links. Ja. Unten links guckt nach oben rechts. Ja. Unten rechts guckt nach unten rechts. Hey. Ja, aber was hat das denn mit meinen scheiß Punkten hier oben zu tun? Dieser Teppich ist ja völliger Bait. Oder ist das für was anderes? Junge, das ist ja der Oberbait. Das oben hat nicht mal irgendwas dann damit zu tun gehabt. Alex, fahr doch mal rüber. Wo? Wie? Eine Etage unter dir. Nein, Digga, das kann ich nicht. Ich fehl den Schlüssel. Hä? Ist offen. Was? Ach, ganz unten, lol. Digga. Aber wozu ist dieser Teppich dann da gewesen? Versteh's nicht. Na, jetzt müssen wir hier pushen. Ja, so, jetzt so. Geht's. Ich war zu schwach alleine. Wild. Ja, er ist hier, glaube ich, nicht, oder? Was steht da denn? Ach, gar nichts. Ah, das ist. Das. Kann man hier erkennen. Ja, aber das ist nicht. Dieser Teppich einfach. Was war denn jetzt hier überhaupt drin? Ja, ein Schlüssel und eine von diesen Rollen. Ich glaube, jetzt muss ich mit dir rüberkommen, weil hier ist nichts mehr. Ich hab auf jeden Fall zwei zuge Türen. Ne, einer jetzt nach oben. Guck dir das an. Hier liegt ein so ein Zettel rum mit den Dingern. Ich dachte halt, es geht die ganze Zeit um Teppich. What the fuck? Aber, also das sieht schon nach was aus. Junge, ich habe aber die ganze Zeit nur gedacht, das gehört zum Teppich da oben. Das Teppich gehört der Rätsel. Weil da halt auch Pfeile sind und genau 6 Punkte. Oh ja, hier den Schlüssel habe ich, glaube ich. Ich kann nicht pushen. Ah doch, Leute, ich drück die ganze Zeit E. Hui! Ich hab oben aber auch noch ein Rätsel, wo so ein Draht ist. Welche Richtung müssen wir denn? Keine Ahnung. Hey, bei mir passiert gar nichts. Ja, auch nichts. Es geht nicht. Doch jetzt. Hä? Oh, wir stehen gleich. Ey, wie dreht man denn? Drückt man nach vorne. Ja, dann hört es auf. Ja, du musst linke Maustaste gedrückt halten. Nee. Ja, doch, lol. Was passiert denn hier überhaupt? Weiß ich nicht. Was ist das? Was tut ich hätte erstmal gucken sollen, wo die Verkabelung ist. Wahrscheinlich bringt das gar nichts. Wir müssen erstmal irgendeine Verbindung machen. Wo ist denn hier ein Rad? Da ist ein Rad, das geht dahin. Mal, das Rad ist hier. Oh ja, hier. Ah ja, Junge, mach mal hier den Scheiß rein. Sonst drehen wir uns ja dumm und dusselig. Was soll ich reinmachen? Ja, hier, die Dinger, hier fehlen 2 Räder. Bist du denn? Junge, bist du blöd? Da. Ja, ich hab keine Räder. Wie, du hast keine Räder? Ja, das sind doch keine Zahnräder, das sind irgendwelche Platten. Aber keine Zahnräder. Hier so ein Schlüssel. Ey, das ist der Schlüssel, den ich oben hab, den ich freischalten kann, dieser gelbe. Ja. Das hier? Da müssen wir wahrscheinlich das erst machen, ne? Oh, was ist das hier? Ah, hier ist ein Zahnrad. Wow. Oh, hier ist ein. Sind das die Symbole auf deinem komischen Glücksapparat? Irgendwelche Muscheln sind da. Ja. Ja, dann musst du, glaube ich. Hier ist ein Hammer. Ja. Ja, dann gehe ich zu meinem Glücksapparat. Was muss man denn hier? Ja, dann geh da mal rüber. Oh, kann man hier nicht runter?
New. Aber was macht man mit diesem Teppich da? Bin verwirrt. Weiß ich nicht. Ja, was kannst du denn da überhaupt machen? Ich habe mir das jetzt selber gar nicht angeguckt da. Ja, also hier ploppt bei mir immer so ein Symbol auf. Das sieht jetzt aus wie so eine Kaffeebohne. Achso, du stehst genau gegenüber von mir, Lull. Ich habe jetzt eine Taste gedrückt. Du musst jetzt, glaube ich, auch die Kaffeebohne. Das sieht aus wie so eine Kaffeebohne. Ich kann nichts drücken an dem Ding. Ich kann nur gucken. Okay, was du ist musst bei ja dir? Wenn sagen, was irgendwo was ist. Was ist denn bei dir? Also bei mir sind unten halt festgenagelte Dinger drauf, was es sein muss am Ende. Und oben drehen sich nach einer bestimmten Zeit halt immer die Dinger. Und ich glaube, du musst irgendwelche Einstellungen treffen, dass diese Seiten immer gleich werden. Also aktuell, warte, ich gucke erstmal, ob die Sachen gleich bleiben. Ne, die verändern sich oben immer. Auf jeden Fall, okay, links unten ist ungefähr, sieht aus wie so eine Kaffeebohne. Ja, die habe ich hier gerade, aber... Da musst du die irgendwie locken oder so. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Jetzt ist was anderes. Links unten muss auf jeden Fall eine Kaffeebohne sein. Aber ich habe keine Ahnung, wann... Also hier oben ändern sich die ganzen Symbole und ich kann hier auch welche drücken. Aber was macht das, wenn ich die drücke? Ich drücke jetzt mal das. Ja, drück einfach mal. Jetzt leuchtet bei mir irgendeine Lampe. Das ist eine Busche, die habe ich ja nicht mal... Also bei mir leuchtet jetzt eine von den vier Lampen, aber... Ich... Also... Jetzt ist die Lampe wieder aus. Passiert. Ey, jetzt ist ja auch eine Muschel, die ich überhaupt nicht habe. Welche? Ja, so eine Schneckenhaus-mäßig. Nee, gar nicht Schneckenhaus, so eine, sieht aus wie ein Kackhaufen, ja. Oh, Schneckenhaus nee. Ist was anderes. Okay, jetzt habe ich hier so ein Einhornmuschel. Ja, habe ich auch. Die muss bei mir aber zweite von links sein. Aber die ist gerade ganz links. Wie ändere ich denn Sachen? Wenn ich das jetzt. Ich habe jetzt diese Einhornmuschel, ich drücke die jetzt mal. Was passiert jetzt bei dir? Jetzt bleibt die immer noch links, aber die muss zweite von links sein. Okay, ich habe so eine Perle, die glänzt. Was damit? Die muss in der Mitte. Und wo ist sie jetzt? Mitte rechts. Ich kann also... Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist die leuchtende, die jetzt. Perle links, aber was sie muss mit in der Mitte. Kaffeebohne? Ich habe die Kaffeebohne gerade hier. Die ist in der Mitte und die muss nach ganz links. Okay, wenn ich die Kaffeebohne jetzt drücke, was passiert denn mit der? Die ist nach links gegangen, die ist jetzt Mitte links. Okay. Was war mit der Perle? Die ist jetzt links und die muss aber in der Mitte. Jetzt ist sie gar nicht da. Jetzt ist sie gar nicht da. So, jetzt habe ich wieder so eine Schnecke, die habe ich hier nicht. Eine Schnecke. Ja, ich auch. Das ist halt so die 0815 Muschel, würde ich sagen. Ja, jetzt habe ich wieder die Kaffeebohne. Die muss noch weiter nach links, ne? Die muss nach ganz links, aber ich habe gerade selber keine Kaffeebohne mit meinem Rad, aber ist ja okay, nicht warte, so schlimm. Ich habe jetzt mal hier die Kaffeebohne gedrückt. Ich verstehe das nicht. Jetzt die Kaffeebohne rechts bei mir. Muss hä? Was hast du eben? Irgendwas hast du gemacht, da ist so eine Lampe hat da geleuchtet, aber seitdem hat keine Lampe mehr geleuchtet. Also ich habe hier quasi so einen Timer, der runterläuft, der wird wahrscheinlich mit deinem in Verbindung stehen, wo sich das ändert. Und ich habe daneben einen so eine dicke Walze, die immer ein neues Symbol anzeigt, wenn sich dieser Timer refresht. Dann habe ich da unter 6 verschiedene Knöpfe, auf denen jeweils eine Muschel zu sehen ist, die ich drücken kann. Aber ich habe nicht unbedingt eine Ahnung, was die machen. Also sprich, jetzt habe ich oben rechts auf der Walze wieder... Jetzt habe ich gerade die Perle da zu sehen und der Timer läuft ab. Und gleich ist der Timer fertig, dann geht das weg. Jetzt kommt wieder neu, jetzt habe ich wieder die Perle, aber... Ich glaube, du musst die, wenn die in der richtigen Pose sind, irgendwie locken. Ja, dann musst du mir sagen, wann die da sind. Ja, ich weiß ja nicht, wann die bei dir sind. Links muss auf jeden Fall Kaffeebohne sein. Zweite von links ist Einhorn. Ja, aber ich sehe ja nur ein Ding immer gleichzeitig und ich kann halt diese Knöpfe drücken, aber ich weiß halt nicht, was diese Knöpfe machen. Moment, tausche ich die dann gegen das andere aus? Weiß nicht, musst du mir sagen, okay, ich sag dir dann gleich, was bei mir angezeigt wird. Du sagst mir... Das, was bei dir an der Stelle ist, wo die hin muss. Also sprich, wenn ich jetzt gleich sage Einhornmuschel, die muss dann beispielsweise nach ganz rechts, dann sagst du mir, was bei dir ganz rechts ist, okay? Naja. Okay, ja, die Einhornmuschel. Perle. Ja, also die Perle ist jetzt da, wo... Okay, ich drücke jetzt die Perle. Ich hoffe jetzt, da tausche ich die, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da, wo das Einhorn ist, da muss die Perle bei mir. Nee, das passt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Weder die Perle noch das Einhorn ist an der richtigen Stelle jetzt. Ich habe schon wieder nicht fast diese Kabel. Was mache ich denn mit diesen, wenn ich diese Teile drücke?
Ich hab jetzt wieder die Einhornmuschel, aber... Du hast es einmal gemacht, dass so eine Lampe geleuchtet hat oben links, aber seitdem... Ja, einmal hat wieder. Es geklappt, aber ich weiß nicht warum. Aber das war eigentlich auch nicht an der richtigen Pose. Okay, jetzt steht da die Einhornmuschel, ich drück jetzt einfach mal die Einhornmuschel. Einhorn ist bei mir in der Mitte gerade, aber die muss Mitte links... Ja, ich kann keine... Ich weiß nicht, wie ich Richtung wende, ich hab keine Ahnung. Jetzt ist ein nach rechts gewandert, die Einhornmuschel. Also jetzt Mitte rechts. Ich hab... Alter, das war noch keine einzige Muschel bisher an der richtigen Stelle. Ich weiß halt auch nicht, was ich tun muss. Ich versteh's halt nicht. Ja, wir Plätze tauschen oder was? Ja, können wir. Ah, lass mal tauschen. Ich verstehe das nicht. Nein! Das ist falsch, Alex. Scheiße, Alter. Natürlich weg. So. Dann inspizieren. Ach du Scheiße. Was kann man denn hier drücken? Ach so, du hast gar nicht so fünf Dinger wie bei mir. Nee, ich hab das überhaupt nicht verstanden. Hier sind es auch Knöpfe von Dingern, die dieser Scheißhaufen und diese, was aussieht wie eine Feder. Die sind gar nicht. Ja genau, die hast du gar nicht. Und zum Beispiel diese Muschel, die hier ganz rechts ist. Die hast du nicht. Was ist denn die ganz rechts? Die ist, kannst du nicht anklicken. Das ist diese, ja, also ich würde sagen, das ist halt diese komplette Standardmuschel. Achso, ja, die so fächernd ist. Ja, genau, dieser Fächer, ja. Die kannst du halt nicht anklicken. Okay, jetzt habe ich diese Schneckenmuschel. Ja, wo ist cool. Die gerade bei dir? Die ist gerade bei mir die zweite von links. Jetzt habe ich sie weg. Ich habe jetzt die Leuchteperle. Die Leuchteperle ist gerade zweite von rechts bei mir. Hä? Moment, das verschwindet. Hast du gerade die Leuchteperle angeklickt? Nö, ich habe Einhorn angeklickt. Okay. Klick mal, was hast du jetzt angeklickt? Kaffeebohne. Okay, warte. Ich probiere einfach mal irgendwas aus. Jetzt habe ich die Fächermuschel oben, aber ich kann die nicht anklicken. Ja. Was ist gerade da an dem Platz, wo die Fächermuschel hin soll? Die Perle. Okay, dann drücke ich die jetzt mal. Ja, aber das haben wir doch eben auch schon versucht. Aber es hat gar nichts gebracht. Du, was sind das für Rätsel, Alter? Oh, boah. What the fuck? Oh! Ja, aber es war vorhin bei mir auch einmal kurz was passiert, aber ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Hier sehe ich was bewegt. Ja, aber es ist direkt wieder zurück. Okay, was ist. Sag mir gleich mal beim nächsten Mal, was bei dir oben angezeigt wird. Einhorn. Einhorn, okay, dann drück mal diese Speermuschel, die so aussieht wie so ein Speer. Aha! Und jetzt? Kaffeebohne. Dann diese Schneckenmuschel. Was ist denn Schneckenmuschel da? Ja, die sah aus wie so eine Weinbergschnecke. Ah nein, oh lol, ich hab gefehlt. Nee. Was hast du denn gemacht? Ich hab den Scheiß auf einmal geklickt. Oh. Hä, hey, was machst du denn überhaupt jetzt? Die Fächer, das Muschel. Ja, dann die Perle. Was machst du denn da jetzt überhaupt? Ja, ich orientiere mich jetzt wirklich nur an denen, die unten vorgegeben ist und was oben angezeigt. Jetzt die Weinberg. Ja, dann die Speermuschel. Das ist ja dann viel einfacher als... Oh nein. Ich raff immer noch nicht, was du machst.
Naja, du sagst mir jetzt quasi, was du hast, und ich hab die hier unten ja vorgegeben. Und glänzender. Ich sag dir nämlich nur, was sich oben geändert hat. Glänzender. Die glänzende. Ja, die Glänzeperle. Achso, Hallo! Die Weinbergschnecke. Ey, Junge, ja, so schnell! Die glänzende! Ja, die immer noch die glänzende Perle, wie wir jetzt 8-mal schon hatten. Perle ist das einfach nur. Okay, was jetzt? Weinberg. Einhorn. Junge. Fächernde. Perle. Also die Reihenfolge oben ist wirklich scheißegal. Es geht wirklich immer nur um das, was dir angezeigt wird. Das gucke ich hier unten und vergleiche es mit dem, was oben steht. Achso, Perle. Weinbergschnecke. Das ist einfach viel einfacher als gedacht. Oh nee, ey. Einhorn. Scheißaugen. Scheiße. Ja. Bin gespannt, wie lange das gedauert hätte, wenn wir nicht getauscht hätten. Tja, genau. Was wollte ich denn machen? Ah ja, hier, den Schlüssel kann ich aufmachen. So, jetzt ist hier eine Tür offen und das. Hier, hier konntest du den noch irgendwo. Oben neben der Dingens konntest du eigentlich gar nicht. Ich hab erstmal ein Dingens reingepackt. Ja, oben neben der Dingens. Eben da, wo du eben warst, da kannst du die Tür auch aufmachen. Dann geh ich da. Nein, einfach die Treppe wieder hochlaufen. Was? Da, wo du eben standest. Ach ja, ist ja halt die Tür auf. Na, ich wollte gerade den anderen Weg gehen, aber hier ist die Tür aufgegangen. Nee, ist gar nicht aufgegangen. Nee, die kannst du jetzt aufmachen mit dem Schlüssel, ist das selber oder nicht? Also, ist ein Shortcut oder was? Ja, denke ich mal. Aber ich hätte, glaube ich, noch so einen Schlüssel. Noch so ein. Ich glaube, ich konnte noch irgendwas aufmachen. Na. Ah, ne, ist schon alles auf. Wer ist mich verwirrt? Das ist Light? Ah, ne, hier ist. Ne. Ah, okay, hier kann man jetzt diese. Das sind so. Filmdinger anscheinend. Nein, muss man in der richtigen Reihenfolge. Oh ne, das wird doch nix. Muss ich zu dir? Ja, du hast eins von den Filmrädern. Ja, eins habe ich noch, die vier habe ich. Ja, genau. Was? Nee. Ja, mach mal rein hier in die vier. Ist das irgendeine Anleitung für irgendein Shit oder so? Prisoner Extraction Protocol. Okay. Also, jetzt war hier den Motor angemacht. Ah, jetzt ist hier Leuchtung. Ah, hier kann das der Startanmacher. Aber hier ist noch ein Hebel. Hier sind diese 1, 2, 3, 4. Also du musst es einfach nur in der Reihenfolge machen. Ja, was ist denn Nummer 1? Nummer 1 würde jetzt kommen. Was ist denn 1? Wo sehe ich denn, was 1 ist? Ja, 1 ist 1, da, 1. Das ist einfach, glaube ich. Das ist Anfang von der PowerPoint-Präsentation und so. Ja, die Schlüssel, dreh mal den Schlüssel um. Achso, du sagst mir das immer oder was? Weiß ich nicht. Ja, oh, ja, okay, jetzt britzelt's hier. Mhm. Okay, 1, 2, 3. Jetzt musst du da irgendwie. Hier muss jetzt. Hast du da noch irgendwas? Einen Hebel mache ich hier einfach mal. Ja, ich auch. Aber ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist. Ah ne, da kann man noch dran ziehen, glaube ich, da hinten auf irgendwas. Ey, hier kommt jetzt lila Scheiß raus. Ne, jetzt nicht mehr. Man kann hier noch, glaube ich, ziehen irgendwo. Ah, hier kann man noch ziehen. Ich glaube, das hier. Ach, das hätte man. Ne, was macht denn das hier? Weiß nicht, also wir waren bis zu dem lila. Also da war ein Hebel und hier ist ein Pull-Ding, aber. Okay, dann starten wir die Maschine. Okay, und jetzt? Jetzt kommt hier dir Kram raus. Hast du die Knöpfe schon gedrückt? Nee, pullen ist nicht gut, warte. Ich denke, du musst erst die Knöpfe drücken. Ey, die hab ich schon.
Wenn ich die Knöpfe drücke, kommt der lila Dampf. Okay, was kommt nach dem lila Dampf? Ja, 1, 2, 3, ja. Und lila Dampf, ja, hatten wir auch. Ah, okay, wir müssen gleichzeitig den einen Hebel an dem Ding drücken und der andere. Was? Den also du machst hier und machst, wo ist denn der andere? Den hier und den hier. Wo ist der andere? Der hier. Achso, der hier. Okay. Dann müssen wir beide machen. Ja, ja, genau. Ich mach dann den an dem Kessel und du machst den anderen. Warte, okay, was kam danach? Jetzt hab ich's nicht gesehen. Was? Warte, kann man hier überspringen? Hä? Das ist irgendwas, da haben wir, glaube ich, keinen Einfluss drauf. Das passiert einfach dann. Achso, dann ist der Hebel dahinter. Dann musst du den Hebel drücken, ja. Warte, nachdem ich hier gepult habe, muss ich den Hebel machen, oder was? Ja, dann kriegen wir anscheinend irgend so ein Ding. Ja, lass erstmal bis dahin machen. Und dann den blauen Hebel? Blauen und drüben ziehen und den Schlüssel drehen? Ja, ja. Okay. Warte mal, jetzt hab ich hier, ich mach mal erstmal an. Ja. Okay. Muss hier den Hebel drücken oder was? Genau, hier die Scheiße ziehen. Okay, und jetzt? Jetzt dreht sich der Scheiß. Ja, jetzt dreht sich der Kram. Warte, jetzt hier hinten ziehen, ne? Ne, der Hebel, Hebel. Ziehen und Hebel. Hebel war das hier, ne? Achso, ich muss es noch gar nicht machen hier. Ich mache jetzt hier diesen Hebel, die Hebelung. Hast du? Ja, das ist übel langsam, das Ding. Aber ja, jetzt habe ich. Ist die Spule an? Wo ist die Spule? Ich weiß nicht, wo die... Da drüben. Die leuchtet aber noch nicht. Ja, das war falsch. Hä? Ah, du musst das Ding hier dran machen. Ja, genau, du hättest das da dran machen müssen. Okay. Alter, das habe ich nicht gewusst. Dann nochmal Schlüssel. Hallo. Aber ich kann das nicht loslassen, ja, ne? Ja, ist egal. Ich glaube, du musst nur lange... Nee, doch, lange ich kann es loslassen. Ich kann es loslassen. Ja, halt dran, bis ich mir meinen Hebel umgelegt habe. Ich brauche das nicht. Ja, okay. Jetzt mache ich den blauen. Jetzt musst du die Spule leuchten. Ja, du musst ziehen und Schlüssel dann irgendwie machen. Zieh mal da hin. Ziehen. Ich habe gezogen und Schlüssel. Oh, nice. Hä? Meine Kamera. So, das Tor geht jetzt auf. Ja, okay. Aber hier ist noch ein Fahrstuhl. Ja, wir kommen da ja auch so nicht hin. Okay. Du bist jetzt alleine gefahren, du Schwein. Das ist einfach nur ein... Ist einfach nur ein. Schick dir mal wieder runter, ich kann uns nicht hoch zu dir. Müssen wir denn beide hier hoch? Das ist doch, das ist einfach nur die oberste Etage von deinem Shit. Aber ich habe hier eine Tür aufgemacht, aber es ist nichts passiert. Was mache ich denn jetzt sonst hier unten? Ey, was muss man denn hier machen? Hier ist gar nichts. Ah doch, hier kann man wieder Sachen hin und her schicken. Zu mir nach oben oder so. Ich glaube, hier müssen eh nicht beide. Du musst. Warte mal, oder? Hier ist eigentlich nichts, was man machen kann. Hier ist nur so. Ah doch, hier, nee. Oh mein Gott. Okay, jetzt brauchen wir den Teppich. Jetzt sind hier wieder so Räder und jetzt sind die Zeichen auch gleich. Also die Punkte. Jetzt musst du mir einfach nur den Teppich ansagen. Ja, ja. Okay, was brauchst du? Das Sechser war, glaube ich, ganz oben. Ja. Das Dreier war unten links, weiß ich noch. Ja. Das war auf 9, das weiß ich noch. Das Fünfer weiß ich nicht mehr, wo das war. Unten rechts ist das. Ja, habe ich. Und das andere war aber auf 3 und nicht auf 9. Also bei dem 4er. Meine ich ja, es ist aber alles ist auf der richtigen Position. Okay. Aber es ist nichts passiert, oder? Also mein... Ah doch, Leute, ich muss noch selber oben. Ich habe so einen Dreieckschlüssel. Wo ist denn der rote Dreieckschlüssel? Der ist bei dir auch oben. Ah ne, ich kann den hier rüberschicken. Unter dir. Ich kann den hier auch hier einfach rüberschicken. Nein, eine Etage unter dir. Sicher?
Ja. Ich hab 3 Schlüssel. Was laberst du für eine Scheiße? Ich hab gesagt, 1 Etage unter dir, das stimmt. Ich weiß ja nicht, wo der Dingens hinfährt. Ja, warte, dann ver... dann... Ich dachte, du kannst da einfach easy runter. Nee, warte mal. Komm wieder zu meinen. Ja. Ja. Du, na, wir haben die falschen Rätsel da, Dings, ey. Wir brauchen noch ein Zahnrad auf jeden Fall für das Ding unten. Ja. Ja, da steht's da. Halt. Jo. Okay, geil. Oh, Mann, den Schlüssel habe ich auch. Ich kann das nicht wegpacken. Oh, Junge, ich sehe ja gar nichts. Bruder, das ist 90% von meinem Bild ist jetzt Zahnrad. Ah, hier ist Alex. Du musst sagen, wo ich langlaufe. Ich sehe nichts. Also, das ist, warte, ich schick dir ein Bild, ey. Du musst doch nur die Treppe runter. Gameplay ist das hier. Ich glaube, seitwärts. Weg. Seitwärts sehe ich das. Ach, das geht auch noch. Ziehen da auf jeden Fall irgendwas hoch gerade. Alter, oh, mein Spiel ist ja. Eieieiei. Oh, ein bisschen laggy, Alter. Oh. Ey. Ja? Das hier, das Ding ist offen, Alex. Ey, später. Alter, das laggt übel. Da oben kommt was. Ja! Hier nix. Tschüss, Nils, man sieht sich. Ah! Nein! Opferst du mich jetzt, Alex? Wo fährst du hin? Ich kann mich nicht bewegen. Tschüss. Ja, was ist denn das jetzt? Junge, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ach du Scheiße. Ich habe hier einen absolut überdimensionalen Kompass. Mit so Symbolen drauf, aber. Kompass? Ja. Ah lol, ich bewege mich ja. Meine ganze Dingens fährt hoch. Ja, das dauert bei mir aber erstmal ein bisschen. Also, ja, ja, kann aktivieren. Nichts. Oder sterbe ich einfach, weil es nach Zeit geht irgendwas. Muss ich irgendwas machen? Ne, jetzt ist Endstation. Jetzt einfach in einer höheren Push. Oh! Hä? Wo muss ich hin? Ach, hier kann ich hin. Ah, Leute, das habe ich nicht gesehen. Okay, ich bin jetzt irgendwo. Ah, okay, jetzt bin ich in so einer Höhlengang. Ich muss erstmal ganz lange geradeaus laufen. Ich hoffe, hier muss ich lang. So, jetzt bin ich in. Huh! Okay, das war richtig. Ich bin jetzt in irgendeinem Raum. Ist abnormal dunkel hier drin. Hier ist eine. Wie spricht man das? Alter, hier sind richtige Killerwerkzeuge drin. Oh, Light. Da nice. Erstmal mit der Fackel hier Sachen anleiten. Ich habe richtig viele Quälgegenstände hier. Foltergegenstände. Das ist gut. Was ist das hier? Nochmal Light. Okay, ich hab so ein Tresor-mäßig irgendwas. Und so ein Interact. Okay, ich hab ein Buch. Okay, ich hab
so ein Buch, da stehen so Tresorsymbole drauf und eine Abfolge. Okay. Aber ich glaube, ich kann hier bei mir legit nichts machen, oder? Oh, hier ist noch ein zweites Buch. Oh, das ist... Oh Gott, das ist noch so ein Tresor-Abfolg-Ding. Also ich kann bei mir legit nichts tun. Und noch ein drittes Buch. Mit Tresor-Abfolg. Ah, okay, aber das hat nur drei Abfolgen, das andere hat vier, das andere hat fünf. Okay. Okay, das ist das Ding, was ich hier habe. Ich muss dir irgendwas ansagen und du musst wahrscheinlich irgendwas drehen oder so. Ich kann nicht. Weil ich habe nur diese Bücher und dieses Tresor. Ich kann nicht interagieren mit nichts. Wieso ist denn das so? Ja, okay, was kann ich hier mitmachen? Hier ist ein Hebel. Okay, ich hebel erstmal irgendwas. Habe ich da irgendwas reingeschoben? Ah, hier! Okay, was ist das denn? Oh mein Gott. Hast du irgendwelche Infos für mich? Ja, ich habe halt so ein, also wie so eine riesige Tresortür. Ja, das habe ich auch. Mit so Symbolen und in der Mitte ist halt so eine Kompassnadel. Ja. Das außenrum sind ganz... Viereck, Fünfeck oder was nach außen. Ja, also... Genau, das sind halt, also ich habe mehrere, ich habe zwei Kreise. Von jedem acht. Zwei Kreise, ich habe acht Kreise. Quasi der, also ich habe ganz in der Mitte, der Kern ist quasi der Kompass. Ja. Und dann gibt es halt so einzelne Ringe außenrum. Der erste Ring außenrum ist halt ein Kreis, der zweite Ring ist ein Quadrat und der dritte Ring ist... Ja, das ist bei mir auch, das ist mein das ist... Okay, aber ich habe nicht acht, ich habe halt quasi eins oben links. Also ich sag zuerst die Kreise. Kreis habe ich oben links und unten rechts. Okay, warte, ich muss mal in meinem Buch gucken, was hier nochmal steht. Ich habe das noch nicht ganz. Oben links ist das absolute Gekrakel. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das kann ich nicht beschreiben. Ah. Okay. Ich hab hier so Bücher da, wo so absolutes Gekrakel drin ist. Also, das ist. Was soll das sein? Das ist. Ja, das sind so ganz wilde Symbole. Ich habe hier auf jeden Fall. Das ist ein Kreis, wo ein Strich rausgeht und so. Darunter so Larifari einfach so ein bisschen hin und her mit. So Slalom gezeichnet. Machen wir erstmal überall hier die Seite 1 auf. Achso, habe ich schon. Okay, ich habe hier Bücher mit drei Abfolgen, wo so Gekrakel drauf ist. Ja, so das ist du musst quasi irgendwie drehen. Das ist ja, aus, ja, wie so eine Sternschnuppe würde ich erstmal beschreiben. Und darunter halt so Slalom-Gekrakel. Okay, warte mal. Ich stelle erstmal auf 1. Was machen das nochmal? Oh lol, ah Junge, jetzt sehe ich das Gekrakel auf den Dingern. Oh mein Gott. Junge, das bleibt ja gar nicht. Junge, Digga, so schnell kann ich mir das nicht merken. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, kommt hier anderes Gekrakel. Ah Junge, das ist ultra kurz nur. Oh, ich hab voll die Scheißaufgaben, Alter. Boah, Alter, das ist übel stressig. Okay, warte mal. Also, ich hab hier die Bücher. Aber das muss ich erstmal verstehen. Bücher... Hat irgendwas einen Unterschied bei dir? Irgendwie 3, 4 und 5 Seiten? Oder... Anzahl von irgendwas? Das sind ganz wilde Symbole. Ich glaube, die sind relativ eindeutig, wenn ich sie dir beschreibe. Also bestimmt gibt's da Unterschiede von, aber also die sind alle sehr, ja, also nicht. Okay, warte, ich muss jetzt mal rausfinden, was 1 ist. Ah, die könnten zu einer gleichen Kategorie. Da oben Kategorie ist dieser Cocktail mit diesem Shit drin. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier 1 mache? Oh ja, Cocktail habe ich auch. Okay, das ist bei mir der äußere. Nee, warte. Ja, der ist ganz äußere. Nee, gar nicht, das ist der innere Ring bei mir. Nee, warte, was war bei dem zweiten das 1? Was ist da oben? Das ist so eine Art Regenschirm. Ich muss nochmal anmachen. Der Regenschirm ist bei mir. Okay, bei mir geht das von innen nach außen. Also ein Regenschirm, der aber aussieht wie so, als wenn der so eine Brezel ist. Ja. Regenschirm? Nee. Ich wollte nur gucken, wie das bei mir aussieht. Also ich hab... Okay, dann... du kannst mir sagen, wo was ist bei dir. Okay. Ja, dann sag mal, wo... was ist bei dir in den Kreisen? Also wie gesagt, oben links, bei den Kreisen. Oben links, also das ist bei mir halt. Was ist das für ein Symbol? Das ist, ja, das ist dieser. Es ist ein kleiner Kreis, in den ein Strich reingeht, der so
Ja, der dann so ein Gekritzel. Dann so genau so ein Slalom-Gekritzel. Okay, dann ist es bei mir die Nummer 2. Dann muss ich das auf 2 stellen. Ups. Okay, und was ist bei den Vierecken? Welches erklärst du? Ich hab aber noch einen anderen Kreis. Den brauche ich nicht. Oh. Ja, ich hab, okay, das ganz, dann sag ich ganz links. Ja. Nee, oder? Also ja, doch, 9 das Uhr. Ist so ein. Das ist so eine Helix. Was? Nee. Okay, dann ist es eins so ein nicht. Ein Bügeleisen. Bügeleisen? Das sieht eher aus wie so ein Alienkopf mit zwei Fühlern. Oh nein, okay, warte mal. Sind die Fühler nach links oder nach rechts? Ja, der linke geht nach links und der rechte nach rechts. Alter. Ach so, Die Fühler vom Kopf, sind die auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Ich habe jetzt zwei Alienköpfe. Der eine ist unten geschlossen bei mir und der andere nicht. Der hat nicht, also der hat kein rundes Auge, der hat so einen Strich als Auge. Digga, was? Quasi. Wir reden vom linken. Ja. Also ja, so 9 Uhr. Das, ja. Okay, warte. Bei also Viereck. Ich drehe mir den so ein bisschen. Also ich guck den. Ich hab den quasi richtig. Okay, sag das andere Viereck. Okay, dann unten, das ist halt so ein. Ja, wieder. Also ist auch ein Alien-Kopf, das ist quasi Omega. Mit einem Kreis drin und halt so zwei Alien-Fühler als. Ja, so Fühler halt. Also Omega weiß, wie das aussieht. Das ist halt so. Scheiße, Mann. Bei mir sind 3 Seiten mit so einem Alien-Kopf, Alter. Von 4. Ich kann nur 2 ausschließen. Jetzt muss ich noch gucken, ob ich 1, 3 oder 4 habe. Okay, wie viel Viereck hast du denn? Ja, ich habe 3. Okay, dann sag nochmal das dritte. Oh, das dritte ist richtig scheiße. Das ist so. Welcher Stelle ist das denn überhaupt? Ich kann schräg nur rechts oben. Also Nordosten. Also 1,5, 2. Ja, quasi. Ja, okay, sag. Das sieht aus wie. Ja, also in der Mitte ist ein Kreis. Ja. Rechts und links davon sind so Striche weiß, und oben ist auch ein Strich. Okay, dann kann ich 3 noch ausschließen. Dann muss ich zwischen 4 und 1 unterscheiden. Warte, was war nochmal dieser links? Was war 9 Uhr nochmal? 9 Uhr war dieser Alienkopf. Ja, aber der ist halt. So ja, okay, halt, dann muss das 4 sein. Halt dann, ja, es muss 4 sein. Okay. Muss auf 4 stellen. Okay, so jetzt das letzte. Ja, die 5 Ecke ganz oben ist halt so ein Cocktail mit so einer Kirsche quasi im Glas. Okay, dann kann ich 2 ausschließen bisher. Dann schräg links oben sieht aus wie so ein Fernsehbildschirm. Also ist so ein Quadrat mit so. Also wenn du so ab. Ja, okay. Kann ich 5 ausschließen? 2 und 5 kann ich ausschließen. Und links unten, das sieht halt aus wie so ein Brezel. Brezel mit so einem Strich in der Mitte. Okay, 2, 3, 5 kann ich ausschließen. Und ganz rechts ist quasi. Ein Kreis auf 2 Beinen mit einem dicken Pimmel. Der hat noch so einen Strich durch den Kreis. Okay, dann ist das auch 4. So, was jetzt? So muss es. Okay, oh, ja. Ist richtig. Ja, ist richtig. Pick-up Buch, ich hab ein Buch. Ich kann immer nicht. Oh, Alter! What the fuck? Kann ich jetzt Digga, das war übel der Jumpscare, Alter. Ich hab voll erschrocken. Geil. Junge, bei mir war ein Jumpscare, ey, Alter. Ich hab so eine Linse gefunden. Ich sitz wieder in meinem Käfig. Ich fahr jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Aber ich hab direkt den nächsten Kompass. Oh, ich hab, ja. Bei mir hat sich Norden nach links geändert. Also, ich hab so eine Linse gemacht, das hat sich das in der Mitte geändert. Ach, scheiße, jetzt hab ich auch noch ein paar mehr Sachen. Ach, du Kacke, was ist denn das? Oh, ich hab ein Ruder, so ein Steuerrad. Was mach ich denn damit? Rotate? Ach, bei mir dreht sich was. Ah, hier, bei mir hat sich was geöffnet. Ich hab was. Ich kann hier einen Pfeil ändern. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, du hast. Doch, du drehst die ganze Zeit das Rad bei mir. Bewegen. Ah, okay, ich kann nur die Grünen bewegen. Du drehst das Rad die ganze Zeit bei mir. Ja, ich kann. Okay, ach du Scheiße. Okay, du musst mir wahrscheinlich sagen, welche wir brauchen. Ich kann hier nur mit so einem. Ich kann mit einer Sache interagieren. Und das ist so ein. Kreis, wo auch wieder so ein Pfeil, mit dem ich drehen kann. Du kannst quasi einstellen für mich, welche Sachen ich rotieren kann. Siehst du, dass ich hier klicke? Ja, also ich habe quasi jetzt auch wieder das vor mir, aber es quasi die Dinger, die ich eben hatte, sind an denselben Stellen. Ne, sind sie gar nicht. Oder? Doch. Ich kann die drehen. Warte mal. Ich habe auf jeden Fall nur so eine Scheibe, wo ich Pfeil auf Kreis, Fünfeck, Viereck oder so eine Sonne stellen. Ich kann dann halt die Stellen rotieren.
Ja, du musst mir sagen, auf welchen ich meinen Pfeil stellen soll. Ach du Kacke, mach mal, ja mach mal, warte, lass mal da. Das ist jetzt auf Viereck. Okay. Ja, jetzt mach mal auf Kreis. Ups, das war zu weit. Jetzt ist es auf Kreis. Okay, jetzt mach mal auf Fünfeck. Fuck, wo waren die? Brauchst du noch irgendwelche Symbole oder so ein Shit? Nee, nee. So war das, ne? Ich hab keine Ahnung, was du gerade machst. Ich stehe hier nur Ich Ding und kann Pfeil bewegen. kann quasi jetzt gerade diese Lücken einstellen, wo die waren. Ich glaube, das war so, ja. Okay, jetzt mach mal in die Mitte. Also, auf das, dass ich alle Symbole so verändern kann. Wie auf die Mitte. Ja, du hattest das vorhin. Ja, genau so. Perfekt. Das ist eine Sonne bei mir. Ja, Oder ein okay. Zahnrad oder so ein Shit. Das müsste eigentlich so richtig sein. Ja, dann go. Aber Ich kann auf jeden kann Fall nichts mit nichts mehr machen. interagieren. Hab's jetzt halt genau so eingestellt, wie es eben war. Bei mir ist, hat sich das auch, nachdem wir das Rätsel eben gelöst haben, hat sich bei meinem Tresor Norden auch verändert. Norden ist also einmal Och du rotiert. Scheiße! Sag das doch! Ja, das habe ich doch am Anfang gesagt, oder nicht? Oh nein, wo ist Also der Norden Norden ist jetzt? jetzt im Westen und Westen ist im Süden. Also das hat sich Och, alles mich hart. Oh nein, das kann ich 25% nicht. nach links gedreht. Oh Scheiße. Ja, was mal was tun? Oh fuck, okay, Ja, Junge. warte. Das Ah, Mann. ist schlecht. Okay, mach mal. Ne, warte mal, warte, ich mach erstmal so. Okay, mach mal Kreis. Okay, jetzt Viereck. Okay, und Fünfeck. Okay, und jetzt wieder auf die Sonne. Ich hab halt keinen blassen Schimmer, was du da gerade machst. Ja, alles cool. So müsste es doch eigentlich sein, oder nicht? Also ich kann dir auch noch die Symbole ansagen, die bei Norden stehen oder sonst irgendwas. Ja, mach mal. Also bei Norden ist halt bei Kreis innen diese Helix, dann dieser Alienkopf in den Vierecken und dann Wahrscheinlich musst du, dieses Moment, haben, welche Position haben denn die Kreise bei dir? innen. Ja, aber wo stehen die? Wie, wo stehen die? Ja, in welcher Position? In dem Kreis quasi. Ich sehe alle. Bei mir sind Weiß nicht. alle. Okay, welche ist bei dir unten links? Unten links oder von Norden aus gesehen unten Von Norden links? aus unten links. Warte mal, da muss ich mich da näher dran stellen. Von Norden aus unten Warte, bei links, dir ist also. Osten oben, oder was? Bei mir ist Osten oben. Ja, dann kannst du mir das aber ruhig Ne, von. dann mach mal, was ist bei dir im Nordosten? Nordosten? Also Kreise jetzt. Ja, Nordosten der Kreis. Ja, das ist dieses Gekritzel mit dem Strich und Kreis. Okay, warte, da muss ich Also wo der drunter halt noch ein Strich durch den bisschen. Kreis geht und dann noch so ein Gekritzel drunter ist. Ja, warte, dann mache ich das. So? Nein. Ja, nein. Das hier? Es gibt so viel Gekritze mit Streich. Okay, warte, was ist bei dir im Ja, bei Norden Kreis beim sind auf jeden Fall Fünfeck? drei. Ne, vier. Was Ja, ist bei was dir im Norden Fünfeck? Norden Fünfeck jetzt? Das Ja. ist das X mit dem Kreis über dem X. Oder neben dem X, whatever. Ich verstehe das nicht. Mikrofon muted. Hallo, er dann hier jetzt. Mikrofon activated. Hier ist Aber Osten oben. Ja. also. Also bei den Kreisen, dieses Gekritzel mit Kreis und Strich gibt es bei mir viermal bei Kreisen, ne? Ja, ich weiß, Also an vier aber Stellen. ich meine, das.
dieses mit dem X und so ist ja eigentlich gleich. Ich habe halt die Reihenfolge, also ich habe halt das gleiche System beibehalten, wie was wir eben hatten. Ich habe es halt nur daran angepasst, dass sich jetzt halt Norden nach links gedreht hat. Aber das ist offensichtlich nicht korrekt gewesen. Ja, so bei mir hat sich auch nur der Kompass gedreht und nicht die und nicht die ganzen Kreise, die haben sie oder Vierecke, die haben sich nicht Wir mitgedreht. sind an Nur denselben Stellen geblieben. ja, nur der Kompass hat sich Ja, bewegt. Der ist einmal nur. dann mach nochmal auf den Kreis. Dann Viereck. Weiß an welchen Stellen waren die denn? So, ne? Welchen Stellen waren die Vierecke? In der Mitte. Also nicht in der Mitte, sondern zwischen Kreis, also in der Mitte von Kreis Ja, und nein, aber wo die Vierecke eben waren. wie die Vierecke eben waren. Ach, die wir gesucht haben oder was? Ich sehe halt alle. Oh, warte mal, Ja, bei aber mir wo waren sind. die eben, Ach so, als Mann, wir bei bei mir dir sind welche waren? heller. Bei der Kreis waren zwei, ne? Oh ja. Ah ja, stimmt, bei mir leuchten so manche ein bisschen mehr als Boah, andere. Alex, wirklich, ich lasch dich ab, ne? Ja. Hey. Das ist, Du, ich ich frag wusste nur, nicht, wenn dass ich das das Rätsel relevant lese, ist. nur wenn du mir da nie. Ey. Ich hab doch keine Ahnung. Okay, also warte mal, wie muss ich das sagen? Also im Westen, also von den Kreisen ist im Westen und im Osten sind leuchten zwei. Also jetzt vom jetzigen Stand Westen und Osten, also nachdem es sich gedreht hat. Im Osten ist das Okay. Bügeleisen und im Westen ist. Pff, was ist das? Sprich also oben und unten. Ja. Ja, okay, dann machen wir auf Kreis. Achso, das Ding. Okay, jetzt ist aber die Frage, muss ich jetzt nach deinen Stellen oder muss ich bei mir umdenken? Weil mir ist halt immer noch Norden, Norden. Ne, bei mir ist nicht Norden. Norden. Also bei Ja, mir aber ist stelle ich das Norden. jetzt quasi Nein, ein, du wie es musst bei das nach dir? mir stellen, glaube ich. Sonst macht das ja keinen Sinn. Also stelle ich jetzt aber nach, auf Westen und Osten, also links und rechts für mich, oder? Ja, würde ich sagen. Also sonst würde Okay. das ja keinen Sinn machen, dass sich das bei mir gedreht hat. Ja, okay, dann die Vierecke. Also muss ich umstellen oder was? Ja, und mir sagen, wo die sind. Ja, im Osten ist so ein Alien mit so einem Ja, Auge. sag mir erstmal die Position. Ich mache erstmal nur die Position. Ja, Osten. Ja, es sind aber drei. Achso, Osten, Süden, Westen. Nicht Westen, Nordwesten. Osten, Süden, Westen. Okay. Und die fünf Ecke? Achso, du stellst die jetzt erst ein. Ich stelle erst die Position. Nordosten. Mach mal, dass ich die umstellen kann, bitte. Ach ja, lol. Das muss ich hier mal hin und her laufen. Nordosten. Südosten. Westen und Norden. Warte, Nordosten, Südosten. Oh. Es hat schon Okay. was bei mir. Irgendeine Tür ist aufgegangen. Weiterfahren. Ich fahre einfach die ganze Zeit mit dem Käfig hier. Nee, ich bin zu. Achso, geht auf. Was denn jetzt hier ab? Party. Ab, Gülipol. Ich bin in so einer Halle. Was mache ich hier? Oh, das sieht ein bisschen creepy aus. Hier ist eine Tür. Ich kann. Oh, ich muss mich mal richtig hinsetzen, ey. Alter Falter. Oh, Leute, ich bin auch jetzt an der Tür. Irgendwie geht auf. Ja, und jetzt bin ich in einer großen Halle. Sieht aus wie so eine Arena. Ich bin in der großen Halle. Ich bin in so einer Arena. Ja, du bist da unten. Ah, da oben, so, hallo. Aber ich kann hier nichts machen. Hallo. Also ich kann legit nichts machen. Ich kann hier hochlaufen. Ja, du musst irgendwas machen. Ich komme ja nicht weg. Ich stuck. Ich bin stuck. Hier ist ja, ich kann nichts machen. Jetzt kommt der Endbosskampf, Nils. Du bist jetzt unten Warte, gefallen. der Oh labert. nee, was ist denn das? Ah nee, das siehst du selber. Ich hab eine Ah Kugel. nein, ich habe hier oben Symbole. Die sehe Ich hab eine ich. Kugel. Eine Kugel? Wie eine Kugel? Ich hab eine Kugel in der Hand. Was kannst du damit machen? Kannst du sie werfen? Woll. Mach mal Nö. irgendwas damit. Damit kann ich nichts machen. Okay, geh mal aufs erste Feld. Mal gucken, was passiert. Hast du wieder Alter. Zeit? Oh nein, ich bin eingesperrt. Alex, wo muss ich hin? Wie eingesperrt? Ich komme nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Ja, ich kann die. Ich sehe hier fünf Symbole. Das sind die gleichen wie da unten, aber.
Der Kopf ist halt der erste und das zweite Symbol ist die Schlaufe hier. Wie heißt denn der Scheiß? Ja, Schlaufe. Ich laufe da jetzt einfach hin. Oh Gott. Oh! Alter. Junge, bei dir fällt die Scheiße runter. Ah! Das nächste ist die Sichel. Ah, du musst das so machen, dass du da irgendwie hinkommst. Ja, ja. Die Sichel auf jeden Fall. Was ist nach der Sichel? Tut endlich am Huhn. Ah, das ist eigentlich easy. Du musst, kannst du easy Slalom gehen. Du musst nicht mal alle Felder benutzen. Er hält mich ja noch einmal, wenn ich da drüber laufe, oder? Nein, du da nicht. Oh. Okay. Oh, das hat sich geändert jetzt. Jetzt ist es anders. Junge, ich hab diese Kackkugel in der Hand, ich bin brutal schwer. Ich kann die auch nicht weglegen. Jetzt sind andere Symbole und jetzt musst du ein anderes. Der Weg eben war eigentlich voll easy, ey. Jetzt. Oh. Okay, also jetzt offensichtlich der Scheiß. Ja, Scheiße. Ritterhelm. Mach ja, geh erstmal außen irgendwo. Wo ist denn der Ritterhelm? Ah, da. Ja. Dann das Schild nach dem Ritterhelm. Ah, das ist eigentlich auch easy. Dann dieses, hier Schlagdingen. Geht weiter, das fällt doch gleich runter. Nein, oder? Ach, das Schild gehst du zum Schlagdingen? Schild? Ja, aber wie komme ich denn dann. Ah, doch, doch, ja, das ist easy. Doch easy. Ja, ist easy. Da gibt's sogar, glaube ich, 100 verschiedene Möglichkeiten, wo du gehen kannst. Aber mir ist auch eine Tür aufgegangen. Was mache ich jetzt mit dieser scheiß Kugel? Weiß nicht, bowlen? Ey, das gleiche nochmal? Aber ich komme hier nicht rein. Oh Gott, ich habe hier noch eine Treppe, ich muss hier mal. Okay, Treppe warte mal, jetzt sieht es ganz wild aus. Jetzt ist das so. Sechseckmäßig. Das Feld und. Wo bist du? Da in den Keller gegangen, aber das war glaube ich nicht. Warte mal, aber wie soll denn das funktionieren? Ich hab jetzt zweimal einen Säbel hier oben. Das ist zweimal der gleiche Säbel. Ja, wo bist du denn? Ja, ich kann da halt nicht drauf. Hier ist ein Zaun. Ich komme da nicht hin. Achso, warte mal, ich hab den Hebel noch. Okay, Bei mir sind keine Symbole. Du hast eine Uhr vor dir. Ich kann nichts sehen. Musste ich mir das merken, was da oben stand? Okay, als erstes war ein Säbel, das weiß ich noch. Ich habe aber hier, Säbel ist da hinten. Ja, der Säbel, der rechts von dir ist, nicht der linke Säbel. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe mir die nicht gemerkt, meine fünf Dinger hier oben. Ich wusste nicht, dass ich mir die merken muss. Säbel? Oh Säbel war richtig. Okay, was jetzt? Ich weiß nicht mehr, was das zweite war, ich habe es nicht gemerkt. Alex! Ich wusste nicht, dass die Dinger weggehen, dass ich wieder so... Ich weiß, dass das erste und vierte der gleiche Säbel war, wo du gerade drauf standest. Ich gamble. Ach, Hammer. Nein, Hammer war es nicht. Ich bin mir sicher, dass es nicht Hammer war. Ich glaube, es war die Gulli. War nicht schlau. Okay, warte, ich muss mir die merken. Junge, Alter, es ist so nervig, weil ich diese scheiß schwere Kugel habe. Junge, ich wusste nicht, dass ich mir die merken musste, Alter. Ich möchte doch einfach nur wieder nach oben, ey. Jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde laufen. Ich wusste nicht, dass die weggehen, nachdem ich den Hebel drücke. Alex! Junge, das ist ja voll anstrengend. Permanent in diesem Spiel. Ja, jetzt ist es, das erste ist auf jeden Fall der andere Säbel, der mit dem Handgriff. Und wir haben zweimal Sichel. Bevor du den Hebel drückst. Naja, warte mal, ich muss mir kurz einprägen. Griff, Säbel, Sichel, Hammer, Säbel, Schlaufe. Warte, ich merke mir einfach, wie viele sind das? Mann, das sind einfach, die kann ich mir. Ja, okay, dann, wenn du es verkackst, dann schlage ich dich. Ja, nein. Ja, rein. Achso, warte, ich guck noch einmal. Da, okay. Also hier, der Säbel mit dem Hand, ganz da oben an der Ecke, ganz links hin. Kann ich mal winken, ey. So enttäuschend. Jetzt die Sichel. Wo ist denn das da? Hammer.
Welcher? Ah, da hier, ne? Das ist nur ein Hammer, oder? Ja, schon, das ist eine Keule. So, jetzt nochmal Sichel. Läuft dann dieser Kugel rum. Ja, Junge, die ist übel schwer. Na, jetzt die Schlaufe, Heckenschlaufe. Am Ende. Ja, es war die Axt. Nein, es war die Schlaufe. Boah, Digga, nochmal. Wie denselben Song nochmal. Okay, warte, diesmal merke ich mir die von Anfang an. Naja. Ich habe aber diesmal keinen Hebel, ich kann nichts starten. Ich habe Kram im Weg, ich sehe nicht, wo ich langlaufen muss. Du musst mir, glaube ich, sagen, wo ich hin muss. Warte mal, Ah ne, hier sind nur X drauf. Aber diesmal müssten die Dinger ja nicht weggehen, weil hier ist kein Hebel. Ich hoffe, also ich merke mir die jetzt nicht. Ja, nee, aber es wird jetzt so sein wie das erste Mal, aber ich kann mir meinen Weg selber nicht aussuchen, weil ich nicht sehe, wo die anderen Symbole sind. Okay, da muss ich mir erstmal gucken, wie man hier am besten Weg macht. Das erste ist Hammer, dann kommt die Sichel. Die Sichel steht da. Also könnte man, entweder gehst du so lang, kommt dann die Axt. Okay, das ist easy. Ne, warte mal, die Sichel war jetzt der Hammer, Sichel. Okay, dann gehst du lieber da lang. Dann so. Dann kommt. Okay, das müsste ja eigentlich machbar sein. Okay, wenn du startest und gehst dann erstmal links und dann ganz am Rand auf die Sichel. Ganz am Rand lang. Naja, ganz am Rand lang. So, und dann gehst du jetzt rechts. Von mir aus rechts. Ja, und nochmal rechts und dann an dem Ding vorbei links rum. Slalom. Jetzt rechts. Auf diese Dingens, jetzt gehst du links rum. Jetzt einfach auf diese Axt oder nee, hier Keule. Irgendwie. Und dann zum Ende. Ah, oh, okay. Das geht echt. Ey, das war ja jetzt nicht so viel schwerer. Ja! Boah, oh nee, jetzt muss ich mir wieder merken. Warte mal, hey, warte mal, da sind noch. Okay, jetzt wird's aber komplex hier. Ja, wenn es zu viele sind, sag mir sonst ein paar, dann merke ich mir auch welche. Nee, es sind fünf, aber darunter sind nochmal so drei, die leer sind. Aber ich weiß nicht, was damit passiert, wenn ich den Hebel drücke. Dann werden wir schon nochmal mehr. Warte, ich muss mir erstmal mehr Schlaufe, dann dieser lange Säbel, dann Ritterhelm, nochmal Schlaufe, Ritterhelm. Ist eigentlich auch nicht so schwer, ist ja sehr alternierend. Aber ich weiß nicht, was mit diesen drei Dingern hier unten passiert. Egal, wir machen. Warte, ich muss noch mal kurz merken. Schlaufe, Säbel, Ritterhelm, Schlaufe, Ritter. Okay, okay. Okay, Schlaufe? Hä? Was hast du gemacht? Ich bin einfach nur nach vorne gegangen. Ist nur runtergefallen. Also, nachdem ich den Hebel gedrückt habe, sind halt unten noch drei Dinger aufgeploppt. Ich dachte halt, das ist auch wieder so, dass auf Zeit läuft. Ich bin direkt aufs erste Ding gelaufen. Ja, aber es sind halt drei neue aufgeploppt und vielleicht. Kann es sein, dass du nur auf die steppen darfst auf dem Weg zu dem ersten Dingern? Das kann sein. Oder ich darf die nicht berühren. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, auf was du drauf gedacht ausprobieren. Und ich konnte es auch nicht sehen. Ich mache einen. Aber ich bin auf den Säbel getreten. Warte mal, ich sehe hier unten. Also, du musst auf dem Ritterhelm als erstes. Theoretisch. Wo ist denn der überhaupt da ganz hin? Und du darfst. Was okay, dann macht es ja nur Sinn, dass du da nicht drauf darfst. Dann nicht Keule, nicht Tutanchamun und nicht Säbel mit Handgriff. Ich glaube, das schaffst du gleich von der Zeit. Du musst ganz nach hinten auf den Teil. Du darfst nicht Keule. Doch, nee, die Keule darfst du nicht. Was? Keule darf ich? Hä? Keule darfst du nicht, habe ich gesagt. Du hast dann gesagt, doch, egal. Okay, dann wissen wir jetzt aber, dass ich die nicht mehr so, ne? Junge, wo bist du denn? Der Junge, das dauert. Okay, du musst zum Schild und du darfst nicht auf hier diese
Keule, ich weiß nicht, wie die heißt, langer Säbel und normale Keule. Was ist das Schild überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Diese Schwungkeule darfst du nicht. Langer Säbel darfst du auch nicht. Keule darfst du auch nicht, du musst einmal ganz außen rumgehen. Was ist denn das? Junge, das wäre echt, das ist ein mieser Weg gewesen. Aber solltest du schaffen. Als zweites musst du zu Tutanchamun, aber ich weiß nicht, ob die Dinger sich hier ändern. Bleib erstmal drauf stehen, ich guck, ob's... Ach, da hinten. Okay, die ändern sich. Du darfst nicht Keule, nicht Axt und nicht hier Helm. Ritterhelm. Nicht Keule, nicht Axt, nicht Ritterhelm. Ja, okay. Okay, das nächste, wenn das fertig ist, ist die Ritterrüstung. Kannst du schon mal gucken, wo die ist? Ja. Aber ich kann dir noch nicht sagen, was du nicht hast. Okay, also zur Ritterrüstung, du darfst nicht Schwingkeule, nicht langer Säbel und nicht Hammer. Ja, kannst einfach wieder ganz außen rumlaufen. Okay, das nächste ist der Säbel mit dem Handgriff. Der ist eigentlich bei dir in der Nähe direkt. Ja, doch, dann auf jeden Fall schon mal nicht gut. Ne, Hammer und wahrscheinlich entweder Schwingaxt oder Axt. Also Schwingkeule oder Axt. Ja, gut, die beiden darfst du nicht, Hammer darfst du nicht und Schwingkeule. Genau die drei darfst du nicht. Ja, okay. Also Axt darf ich, ne? Ja. Das letzte, wo du hin müsstest, ist dann die Sichel. Okay, also da hinten. Ich darf nicht Schlaufe, ich darf nicht Hammer und wahrscheinlich nicht. Du darfst Axt nicht. Oder so. Du darfst nicht Keule, nicht Schild und nicht Hammer. Hammer, Keule, Schild nicht. Ja, kannst ja. Eigentlich kannst du immer außen rumgehen gefühlt. Ja, die Mitte ist halt immer dicht. Immer nur die Frage dann eigentlich, welche Richtung ich außen rum gehen muss. Also ich habe schon zweimal so einen Dude gesehen. Einmal war es ein Jumpscare, der mir so eine Linse gegeben hat, und einmal war so ein Gollum, der von der offenen Tür weggerannt. Ich habe irgendwo so einen Typ einfach gesehen, der ist weggelaufen und hat sich dann hinter so einer Tür versteckt. Ja, ich kann endlich meine Kugel ablegen. Was ist jetzt los, Katzin, oder was? Ey, da ist wieder das Gollum. Da war wieder Gollum. Okay, erstmal hier... Oh, hä? Achso, die kann ich nicht anmachen. Doch, aber Licht. Oh, Alter! Boah, Digga, hab ich mich erschrocken, Hallo. Alter. Digga. Ich bin's. Hier ist alles zu, Digga. Immer nach unten. Hier ist eine Höhle. Ja, wir können auch nur da lang. Alles andere ist dicht. Was ist denn das hier? Oh, ne. Ah, okay, ich geh links. Ah, ich bin eh eher so rechts. Junge. Oh, hier ist eine Sackgasse. Aber mir nicht. Oh mein Gott. Ich hätte auch gewundert, wenn bei dir auch eine Sackgasse gewesen wäre. Immer ein Problem. Ich muss mal... Alter, ich sehe gar nichts, Alter. Es ist so dunkel. Mann, ich bin falsch gelaufen. Digga, ich muss mal mein Rollo ein Stück runter machen. Ich sehe nichts. Es blendet einfach so von draußen rein. Ich nichts auf meinem Bildschirm erkennen. Oh! Das
habe ich nicht gesehen. Das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Weiß ich nicht, aber ich habe das Loch nicht mal gesehen. Das ist geil, hier lieber. Ja, weil ich davor stand. Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Was ist das? Das ist ja einfach nur hier langlaufen. Oh, jetzt gibt's zwei Wege. Nee, doch nicht. Was ist das hier für eine unnötige Scheiße? War jetzt nicht lang? Nö. Ja, geht's auch nicht lang. Oh mein Gott. Alter, das ist das übelste Labyrinth hier. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Junge, wo bist du denn? Ich dachte, du bist direkt hinter mir. Ran hier. Mach mal auf hier den Laden! Alter, leck. Alter, da sehe ich doch die Hand. Ah, das ist Gollum. Ja, moin, da ist er. That pitter patter. Have the rats finally come to visit? Look at them. Absolutely clueless. Oh, hold still a while, won't you? Also. Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can. Ach, deswegen war vorhin bei dem Rätsel auch ein Schacko bei. Ja. Weil der war zum Abschluss. Ja. War ja letztes Mal schon der Gegner. I say he's proving a point. Der Typ hat, ja, stimmt. Do you hear? His soul is merged with the keep. All you see, my king is. And my king sees all he is. And yet, he sees you not. Isn't that delightful? Your greatest gift is being utterly unremarkable. So unlike myself. So practical. Now, in you go. I know. Das ist aber nicht so nett. Oh Gott, das sieht ja richtig. Ach du Scheiße. Boah, ich bin. Alter, das sieht. Ja, du bist. Oh nein, ich muss dich irgendwie da durchnavigieren, ey. Oh. Ja, ich muss mal nichts machen. Ah, nee, ich muss. Ich bin jetzt irgendwo im Portal rausgekommen. Okay, ich geh einfach mal. Ich kann da nur einen Weg gehen, ja. Ah, nee, hier kann ich was tun. Ich kann gar nichts machen. Oh ja, jetzt kann ich mich bewegen. Das ist nett. Dann gehe ich jetzt ins nächste. Oh, ich kann hier interacten mit Grün. Hilft dir Grün irgendwo weiter? Ja. Ich habe auch ein Portal, aber ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Wenn Ich brauche nochmal Grün. Es geht nicht. Aber ich muss hier lang. Aber ich kann... Grün funktioniert nicht mehr. Was brauchst du denn? Warte, ich geh mal weiter. Hoch, Herz, also rot. Oh, da muss ich ja wieder zurücklatschen. Boah. Ja, und nochmal. Wie nochmal? Nee, warte, Quatsch. Nee. Hä? Jetzt brauche ich selber Grün, aber ich kann Grün nicht benutzen? Ich brauchte eben. Ah, jetzt geht's. Konnte ich eben nicht machen, jetzt geht's. Aber warte, ich brauche nochmal Grün. Ich muss ja wieder hoch. Da war ich doch. Achso.
Warst du noch nicht wieder oben? Nee. Na, jetzt ja. Ja, jetzt kann ich hier auch weiter. Okay, was brauche ich? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Entweder grün oder blau brauche ich. Aber ich brauche. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ich kann nichts drücken bei mir. Moment, nee, das gibt doch aber keinen Sinn. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Ja, dann, ich muss dir grün auf jeden Fall aufmachen, aber ich brauche selber auch gleich grün. Sehr weird. Ja, vielleicht. Ich kann da hinten gelb umstellen, sehe ich. Nee, ich kann grün nicht mehr umstellen. Grün klemmt. Aber warum klemmt grün? Ach, weil ich draufstehe vielleicht. Kann sein. Vielleicht geht das eher. Boah, die Schokolade, Alter. Warte mal, aber jetzt. Moment mal. Du musst da unten bei der 3 stehen. Ich stehe in. Warte mal. Du musst durch das Portal gehen. Ah, lol. So, jetzt komme ich zu gelb. Ich kann gelb umstellen. Okay, warte, ich jetzt muss gelb wieder für mich umstellen. Weil dann kannst, kann ich... Hey, gelb kannst du umstellen? Nee, ich muss grün für mich umstellen, glaube ich. Wann muss ich gelb umstellen? Du hast gar kein Gelb bei dir. Ach doch, da hinten. Da ist Gelb, aber da komme ich eh nicht hin. Warte, was ist egal, ich mache erstmal Gelb für mich. Dann komme ich weiter. Ich kann Grün umstellen. Nee, mach mal Gelb jetzt. Gelb, Gelb, Gelb. Aber ich kann auch Grün umstellen. Ja, aber Gelb brauche ich gerade. Und, ja doch, Grün mache auch mal. Ja, jetzt komme ich aber nicht zu Grün, weil ich Gelb... Achso, ich kann ja Gelb zurück umstellen, ne? Ja, mach jetzt Grün und dann Gelb nochmal. Jetzt nochmal Gelb? Ja. Erstmal eine ganze Weile laufen. Jetzt? Ich. Kannst du was umstellen? Kannst du blau umstellen? Wo ist ein Blau bei mir? Ich weiß nicht. Nee, ich muss gelb für dich. Ich hab kein. Ah, hab ich gelb? Ich kann mal so weit zurückgehen, wie ich guck. Aber vielleicht hat sich ja ein neuer Weg. Nee, hier komme ich nicht weiter. Ich kann nichts machen hier. Ich kann legit gar nichts machen. Doch, ich kann nur gelb umstellen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ansonsten bin ich stuck gerade. Aber wenn du gelb umstellst, dann bist du ja trotzdem stuck, oder nicht? Wenn ich gelb umstelle, kann ich grün umstellen. Ich kann aber nicht umstellen, weil du auf der Treppe stehst. Oh ja, sorry. Ja, mach mal. So, jetzt, könnte ich wieder grün umstellen, aber mehr auch nicht. Hier runter. Hast du irgendwas? Oh, blau. Ja, blau ist, blau ist da. Du musst hier irgendwie... Aber da kommst du nicht hin. Da, wenn du die blaue Treppe hast, ist bei dir ein blauer Schalter, direkt nach der Treppe oben. Also wenn die sich drehen würde... Ja, da komm ich ja nicht hin. Ja, nee, aber ist, guck, siehst du, ob auf meiner Seite überhaupt blauer Schalter ist? Ja, der ist unter dem gelben Schalter. Unter meinem gelben Schalter? Ja, da kommst du aber nicht hin. Oder? Ich weiß nicht, doch, ich seh's mal... nicht. Ich seh nicht, wie ich da hinkommen würde. Ja, du würdest jetzt quasi... Was für Schalter kannst du denn accessen? Also ich müsste wahrscheinlich ein ganzes Stück zurücklaufen, warte mal. Du könntest, dann kommst du in 8 raus. Wo ist 8? Da. Was ist das? Ist da ein Schalter? Weiß ich nicht. Nee, ist kein Schalter. Hey, du kannst... Ich komme hier halt nicht wieder zurück. Grün musste umgestellt werden. Ich guck mal, ob ich irgendwie... Ah nee, ich kann mir hier selber grün umstellen wieder. Und dann muss ich aber mal... Okay, warte, ich habe einen Plan. Ich habe keine Ahnung, ob dich das jetzt abfuckt, aber ich muss kurz grün umstellen, sonst komme ich nicht an die andere. Ich brauche grün umgestellt, um ganz zurückzukommen. Nee, fuck, das geht doch nicht. Okay, jetzt bin ich endverwirrt. Oh, ich bin bei blau. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Ja, keine Ahnung. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was mache ich denn hier? Ist ja völlig unnötig. Ja, das ist unnötig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Warte, du kannst. Ja, geh mal da runter. Nee, das bringt nichts. Nee, Quatsch, vergiss, was ich gesagt habe.
mal. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich hier blau umlege? Ich bin halt immer noch bei 3, ne? Ja, aber ich habe andere Zahlen als du. Ja, aber ich muss doch auch ungefähr auf dem gleichen Level wie du sein. Du bist halt schon bei 8 oder 9 da oben. Ja, aber ich habe auch mit, keine Ahnung, 6 oder 7 angefangen. Also, stimmt. Nee, du hast eine 5 da unten. Oder 5, ja, okay, haben wir mit 5 angefangen. Wo bist du denn? Also ich kann nur gelb und grün gerade umstellen. Ich weiß nicht, du musst irgendwo rumlaufen und gucken, ob du durch gelb und grün an irgendeinen anderen Schalter kommst. Da stehst du, okay. Wo ist denn überhaupt 4 bei mir? Wo muss ich hin für die 4? Ja, hier unten, also da quasi. Ich sehe halt meine 4 nicht. Ja, geh mal hoch. Genau. Und quasi da jetzt, wenn du jetzt diese gelbe Treppe, auf der du gerade warst, runterkippen würdest, und da runter. Also unter dir ist ja der blaue Schalter und direkt da ist auch das Portal. Aber ich habe keine Ahnung, wie du hinkommen sollst. Ja, du musst halt irgendwas machen. Ich kann nur gelb und grün machen. Ich sehe tatsächlich auch nicht, wie das gehen sollte. Oder doch? Ich kann, wenn du da durch 9 gehst, kann ich dir auf jeden Fall grün wieder umstellen. Dann kommst du da unten hin, kannst da hochgehen. Ja, aber ich sehe nicht, was ich für dich umstellen müsste. Ich kann nochmal grün umstellen. Dann würdest du durch 8 gehen. Wo ist 8? Könnte ich gelb umstellen? Dann würdest du an einen grünen Schalter kommen und ich brauche einen grünen Schalter von wem anders. Aber was bringt dir das, wenn du grün hast? Dann kann ich wieder ganz zurückgehen und das andere Grün nach oben stellen. Ich kann das aber nicht machen, weil ich hier oben das Grün brauche von mir selber, um erstmal nach unten zu kommen. Aber bringt das zurück irgendwas? Da. Ja, ich glaube schon. Was anderes sehe ich gerade nicht. Okay, also was soll ich jetzt umstellen? Grün? Ich muss erstmal ganz weit zurück. Ich muss dich da erstmal hin navigieren. Warte mal, erstmal hier, wie das hier umstellen. Dass du nach unten kannst. Dann was ist das denn? Wieder grün. Ach ja, genau. So, dann was ist das? Gelb? Gelb, ja. Ich kann. Achso. Jetzt bekommst du einen 7 raus. Ne, warte mal. Wo muss ich denn hin? Wo bist du denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja. Ey, das. Warte mal. Blau. Ich komm doch gar nicht an Blau ran. Ja, musst du da drüben. Gelb nochmal. Ich muss Gelb nochmal machen. Es gibt nur Blau und Gelb. Andere Möglichkeiten habe ich nicht. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich doch auch schon wieder völlig verloren. Wo bist du denn? Ich sehe dich doch draußen. Nicht. Ah, da. Oder ist hier unter mir irgendwas? Aber rot, ich kann. Das. Nee, rot. Ich kann dir das Gelb umstellen. Das bringt mir gar nichts. So, hä? Wo bist du jetzt? Digga, ich komm gar nicht klar. Ich bin immer noch hier hinten. Ach so. Komm ich hier überhaupt irgendwie weg, oder? Du läufst da oben halt zur 7 wieder, wenn. Ja, nee, davon da komme ich ja. Ja, wenn ich Gelb umstelle, dann. Wo kommst du denn, wenn ich Gelb umstelle? Ja, nicht nirgends. Die Frage, ob da unten noch irgendwas ist, was mir hochgestellt werden könnte oder nicht. Was der hochgestellt werden könnte? Was heißt ja, ist da unten irgendeine andere Farbe, die mich hier erreicht, außer Gelb? nö. Wie? Hey, was ist denn eine andere Farbe, die dich erreicht? Auf der Plattform, da gibt es irgendeine andere Farbe, die mich da erreichen könnte, außer Gelb. Dass ich halt nach unten laufen kann. Weil sonst ist es doch total schwachsinnig, hier hinzugehen, weil nur. Ich sehe es auch nicht ganz. Ich muss aus einem anderen Winkel gucken. Was soll ich denn? Da ist gar keine Plattform mehr. Ja, okay, dann ist das ja unnötig, aber. Wo soll ich denn jetzt dann lang? Ich kann doch nicht. Ich kann doch nichts machen. Hey.
Ja, ich kann auch nirgends lang. I don't know. Ja, ich weiß. Ich habe auch nicht gesehen, was ich bei dir machen könnte, damit du da durchkommst. Aber jetzt bin ich halt völlig verloren. Warte, warte, warte. Ah ne, dann kann ich grün nicht drücken. Warte mal, ich kann so... Ne, das geht auch nicht. Okay, das funktioniert nicht. Wenn du... Wie kommst du denn da unten hin? Das... Standst du nicht vorhin auch mal bei der... Ne. Das ist die 7. Dann kannst du da runter... Warte, ich muss mal kurz grün umstellen und gucken, wo das denn geht. Okay, warte, jetzt gelb umstellen, dann kannst du wenigstens nach ganz unten. Wo bist du denn jetzt hin? Also, da stehst du. Ja. Jetzt kannst du wenigstens runterpacen. Ja, geil. Aber wo geht's da? Da könnte ich dich nach oben zur 9 machen. Ja, aber da war ich ja vorhin. Hat uns ja nichts gebracht. Jetzt bist du ein 8. 8 ist da. Okay, ah, das ist eigentlich gut da. Warte, was muss ich da umstellen? Jetzt kann ich grün. Warte, ich muss erstmal gelb umstellen, um wieder zu grün zu kommen. Hallo. Jetzt geht's halt den ganzen Weg zurück wieder, aber ich muss halt auch. Jetzt bin ich beim grünen Schalter. Oh, das ist gut, das ist gut. Warte, jetzt bleib da mal kurz stehen. Ah, ne, warte, ich hab den grünen falsch umgestellt. Den grünen Schalter brauchte ich halt. Warte, ich muss erstmal wieder ganz weit zurück. So, jetzt muss ich hier ganz weit zurück. So, jetzt mach mal grün. Warte, war das richtig jetzt? Ah ja, doch, so ist gut. Du musst durch das Portal gehen. Wo ist ein Portal? Durch die 3. Ah ja, das... Nee, jetzt bin ich bei blau. Ja, gerade ja, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Nee, da warst du noch nicht. Dann durch 4 kannst du gehen. Oh, doch, mach vorher den blauen Schalter, bevor du durch 4 gehst. Ja, dann durch 4, dann kannst du da ganz hoch. Aber jetzt ist ja die Frage, wie ich wieder hochkomme. Ich habe einen grünen Schalter hier oben. Ja. Warte, wie bin ich denn eben? Oh. Grün und hier oben noch irgendwas? Nee. Okay, ich wäre auf jeden Fall ganz am Ende. Ich habe aber nur noch einen grünen Schalter. Ja. Okay, warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wo du bist. Da, den grünen könnte ich dir umstellen, in die andere Richtung. Warte. Ja, mach mal bitte. Du standst drauf, glaube ich. Mach mal grün. Du stehst drauf. Nein, ich stehe auf gelb. Ja, du sollst auf gar keiner Brücke stehen. Sonst geht der Scheiß nicht. So geht der grüne Scheiß nicht, wie ich auf gelb stehe. Du hättest gelb umstellen müssen. Kein gelb, glaube ich gar nicht. Nee, warte, ich kann blau umstellen. Ja, dann stellen wir blau. Oder? Nee. Warte. Vielleicht kann ich dann höher nochmal blau umstellen. Könnte ich hier nicht blau umstellen? Ja, doch, ich kann blau umstellen. Du kannst ja dann selber nochmal umstellen. Ich kann blau umstellen. Ja, okay, nice, dann haben wir's. This takes two. Okay, was geht jetzt ab? Ich habe hier ganz viele Portale, die ich rein. Ja, ich auch. Ich habe hier so ein Hopper-Hopper-Reiter-Pferdchen. Ich gehe einfach mal durch eins durch. Oh nein, das. Oh. Oh nein, was habe ich jetzt getan? Ich bin irgendwo reingelaufen. Ach du Scheiß, was ist denn da an der Decke? Ich seh dich! Hallo, das bist du. Hallo. Warte, ich push. Bei mir, ich sehe Symbole bei dir.
2. Oh, du drehst deinen Scheiß, wenn du da irgendwas machst. Ja, ich drehe irgendwas. Ach, ich kann ja auch drehen, lol, das hab ich gar nicht gesehen. Du hast Dominosteine über dir. Kann ich in beide Richtungen drehen? Ja. Okay, warte, ich muss immer. Was sind das da? Schwert? Ah, ich kann sehen. Ich kann deinen nächsten Raum quasi sehen. Wo du hingehen kannst. Ich sehe auch dich, deinen Raum und so einen anderen Raum, so halb schräg. Genau, und da halt so die Symbole, die zeigen wahrscheinlich. Ja, das ist so eine hier, wie heißt das, Digga? Keine Ahnung, was man so. Wie heißt das? Ja, genau. Ja, habe ich bei dir auch. Und eine Gitarre ist das noch? Ja, was also Rotes. Gitarre ist dann in dem Raum mit der Ziehharmonika. Ja, ich weiß aber nicht, wo ich durchgehen muss. Da, wo du jetzt hinguckst, in die Richtung, da ist das Portal, wo das du hier? In die Ziehharmonika gehen würdest, ja. Nee, hä? Da ist auf jeden Fall das Symbol für die Ziehharmonika bei dir gewesen. Ja, dann was heißt denn das, diesen da. Scheiß hier drehen? Das verstehe ich nicht. Wozu man das geh pushen mal, kann in der Mitte? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Geh mal in das von dir jetzt links. Das oder das? Nee, das ist das erste, ja. Okay. Dann mal jetzt da das, was du quasi noch nicht benutzt hast. Das schräg links jetzt von dir. Nee, ja, genau das. Okay, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Dreh mal deinen Scheiß. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, ich auch nicht. Oh! Du hast deinen Raum gedreht, jetzt geh mal da durch, wo du hinguckst. Ist dein? Nee, links. Ja. Hallo, ich bin bei der Dingens. Ich kann ja was anderes drehen. Oh nein, jetzt habe ich noch einen zweiten hier. Scheiße. Jetzt ist bei mir noch ein Raum. Da oben ist auch noch irgendwas. Ich habe noch einen zweiten Raum bekommen. Ne, jetzt sehe ich drei Räume. Ja, ich Oh, warte mal, ey, Digga, das rafft mein Hirn überhaupt nicht. Moment, Alter. Was habe ich denn hier für Symbole? Na, so ein Joker-Schuh und drei Karten. Ja, der Joker-Schuh, wo ist der? Hinter dir. Okay, warte, ich push mal. Sag mir mal, wenn der da bei dem anderen... Du siehst ja das andere Ding hier auch, ne? Ja, nochmal. Und jetzt hinter dir reingehen. Ja, jetzt kann ich durchgehen, okay. Fall ins Nichts. Oh, okay, jetzt geht's. Wo bist du jetzt rausgekommen? Ach, da oben, ah, lol. Ich glaube, du musst jetzt wieder bei mir irgendwas machen. Moment, hey, ich dachte, ich komme in das Ding da. Du bist jetzt auf jeden Fall in dem Schuh. Ja, dreh... Warte mal. Ach du Kacke, ey. Ah, hier ist der Jewelry-Raum. Ich wollte eigentlich in das lila Ding. Ich kann in den Jewelry-Raum gehen. Bei dir sind drei Symbole. Dann geh mal in den Jewelry-Raum. Hast du schon das Ding da gedreht? Nee, ich weiß, also ich hinter weiß nicht. Ja, diese Schraube da. Oh, lol. Aha. Junge, das ist ja völlig. Bei dir, okay, du musst mal drehen. Okay. Du musst den Jewelry-Raum andocken. Ja, noch zweimal. Jetzt, dadurch, ja. Wo bist du hin? Im Jewelry-Raum. Achso, alol, oh mein Gott, das ist absolut Brainfuck. Ja, ist es auch. Was bringt denn das jetzt, wenn du im Jewelry-Raum bist? Wo ist denn... Wo müssen wir denn überhaupt hin? Dreh du mal. Ja, Moment, ich hatte hier eine Gitarre oder irgendwo, oder? Ja, hinter dir ist die Gitarre. Aber die Gitarre dockt gerade aktuell zum Domino-Raum an, das macht gar keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn, weil du die Gitarre hast bei deinem Akkordeon-Raum. Warte, hier ist die Gitarre. Ja. Also muss ich ja übel viel drehen, ich nicht mal so in die Richtung. Aber jetzt machst du die anderen Räume ja wieder kaputt, jetzt kommst du gar nicht mehr in den Schuhraum rein. Das ist egal, mach du musst auch mal drehen. Wohin lang? So? Ne, andere Richtung. Einmal. Ja, nochmal. Nochmal? Ich dachte nur einmal. Jetzt kannst du da eigentlich durchgehen. Wo oder? Hier? Ja. Ja, genau, jetzt bist du im Gitarrenraum. Ich muss noch gucken, wo du bist.
Und jetzt dreh mal von der anderen Seite, also von nicht von da, andere Seite, nee, andere Seite. Ja, zweimal. Moment, wieso kannst du nicht durch? Das ist schlecht. Okay, dann muss man aus dem Karten aber durch. Wo sind denn die Karten jetzt? Ach, da. Da eigentlich. Weil die Krone hast du jetzt mit deinem Symbol da quasi gematcht. Aber die Tür ist zu bei mir, warum auch immer. Ja, die Tür ist zu. Wahrscheinlich musst du von der anderen Seite rein. Aber das. Das auch noch. Wo haben wir denn noch Karten? Ah, da in dem Raum. Oh, in dem ich gestartet bin. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Du hast Karten. Ich habe auch welche? Ja, du hast Karten bei dir. Okay, dann dreh mal deinen nochmal einmal. Wohin so? Nee, andere Richtung. Okay, wo sind bei mir die Karten? Hinter dir, genau. Also da. Da ist der Kartentür, aber die ist gerade im Domino-Raum. Ja, ja. Also die führt zum Domino-Raum. Ja, ja, ja. Das ist jetzt der Akkordeon-Raum. Ja, ja, ich weiß. Jetzt ist mein Raum. Ja, jetzt bist du... Im Kartenraum. Du bist... Wieso bist du... Achso. Weil du die Karten quasi eingestellt hast. Okay, da... Alter, Bruder. Nein. Alter, mein Gehirn, Alter. Digga, boah. Das ist aber nice. Boah, Alter. Okay, das ist eine Harfe oder was das ist? In welchem Raum bist du denn nochmal? Was ist denn das hier? Eine Ukulele oder so ein Scheiß? Nee, eine Birne? Nee, ich würde sagen Ukulele oder so ein Shit. Was bist du denn da überhaupt? Karten, ah ja. Wo müssen wir denn, wo ist denn der Ausgang überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung, wo man hin muss. Ja, auch nicht wirklich. Du hast da auf jeden Fall so ein lila Tor. Da. Was habe ich denn für Symbole? Hier Joker, Glockenkopf, Hut, oh, Jewelry. Das Jewelry und dieses lila Tor. Wo ist der Joker-Hut? Genau vor dir. Also hier. Ja. Ja, astrein, dann mach mal, stell du mal einmal um. Worum? Andere Richtung. Da ist nämlich dein Joker-Hut. Ja, ich weiß ja nicht, wo der ist, deswegen. Ja, deswegen sag ich's ja. Okay, jetzt bin ich im Joker-Zimmer. Okay, da hast du Symbole. Oh, was passiert? Mit einer ganz schön großen Hand, Alter. Hallo. Wie redet der ohne den Mund zu bewegen? Ey, mach doch nicht das Haar. Hat er uns in den Raum gemobst? Ich glaub, der war... Oh, hat er echt. Ist klein. Ja, du hast ganz viele Symbole auf jeden Fall. Hab ich irgendwo... was hab ich denn für welche? Joker, Fußsocke oder was auch immer. Das hatten wir ja schon mal. Karten, glaube ich nicht. Dann so eine Poströte in Blau. Oh ja, Poströte. Wo ist ja, aber das ist die Zuhörtür bei dir. Oh ja, du hast eine Poströte, du kannst dann da durch. Wo ist denn die bei mir? Wo ist denn die bei dir? Welche von meinen Türen ist die Poströte? Hinter dir. Die hier. Die Zuhörtür. Hä? Die hier? Ja. Okay. Und dann hast du noch die andere Zuhörtür. Ist so eine... Was ist denn das? Geh du mal hier durch. Wo? Hier? Ja. Bist du bei der Poströte? Hab ich eine Harfe? Ja. Ist das eine Harfe? Ja. Wo? Oh. Die andere Zuhörtür. Welche? Die? Nee, das war die Poströte. Die hier. Ach, du hast drei Zuhörtüren. Nee, dann die linke. Die hier. Ja, ja. Also muss ich die Harfe wieder machen. Ja, ja, du musst da jetzt hier durchgehen. Ist das schon die Harfe hier? Ja. Warte mal, wo bist du jetzt? Wo ist jetzt die Harfe? Ach, da oben. Wo ist die Harfe? Ich sehe sie nicht. Ich bin hier, hinter dir. Ah, da müssen wir hin. Wo müssen wir hin? Wir müssen da beide hin. Wo müssen wir beide hin? Da, in den Raum. Ach, da, dieses Tor, oder was? Ach, du Scheiße. Du kannst da hin, aber wie komme ich da hin?
Ja, ich kann da drin doch aber immer noch drehen, oder nicht? Da ist so ein Drehdings. Kann ich hier rein? Nee, du kommst da noch nicht hin. Okay, wir müssen über Gitarre. Wo ist Gitarre? Habe ich eine Gitarre? Ja, hast du. Ja, dann mach mal... Aber dann kommst du in den Gitarrenraum. Das bringt dir ja nichts, glaube ich. Wo ist denn... Oder was ist Gitarrenraum? Gitarrenraum hat... Oder doch, das hat Posthorn, ne? Dann kann ich, mit, dann kann ich in den Postraum. Ja doch, dann geh mal, du musst in den Gitarrenraum. Ist der hier schon angedockt? Der ist nun... Wo bist du? Da bist du. Nee, der ist quasi... Ja, mach da in die Richtung zweimal. Ist hier doch hier was. Genau, ja. Okay, und jetzt? Wo ist bei mir die Posttröte? Ich muss erstmal suchen, wo du bist, Alter. Hier, direkt neben dir. Hinter dir? Jetzt rechts? Alter. Ja, hier, hallo. Rechts von dir, die zue Tür. Hä? Jetzt kann ich ja schon wieder nicht durch. Warte mal. Du musst irgendwie aus diesem Raum raus, der ist richtig wack. Ja, der ist richtig scheiße. Warte mal. Wir müssen irgendwo zusammen... Hat sich das nie, egal welche... Nee, wenn du da einmal durch... Oh, warte mal! Ja, nee, doch, ich glaube, du musst halt da einmal durch die Seite durchgegangen sein. Ja, bleibt dir offen oder so. Ich habe ja nur zwei Öffnungen. Welche habe ich denn? Welche Symbole? Die hier ist offen. Da steht gar nichts drauf und das andere sind die Karten. Dann muss ich zu den Karten zurück. Oh, die sind da. Oh, nee. Ich weiß gar nicht, wo die Karten sind. Ah, da, ja. Okay, aber die Karten haben jetzt zum Beispiel... Die haben ein Portal zum Ende. Und da der Hafenraum auch. Achso, die Karten? Ja, das mein Portal Hafenraum hat ein Dingens. Genau, der Hafenraum hat auch eins. Dann müssen wir beide in den Hafenraum. Nee, du musst in den Hafenraum und ich muss in den Kartenraum. So, wie komme ich in den Hafenraum? Bus, ich... Kannst du gleich, glaube ich... Nee. Du kannst auf jeden Fall in den Kartenraum. Ja, ich gehe jetzt erstmal in den Kartenraum. Wo ist der Kartenraum nochmal? Da. Da hast du ein Dings zum Ende auf jeden Fall. Genau, okay, und du musst jetzt irgendwie in den Hafenraum. Dann hier eine Harfe. Habe ich eine Harfe hier außen rum? Nee. Nee, ne? Okay, dann. Moment, wo ist die Poströte? Du musst in den Poströtenraum wieder. Dann geh mal da in die Tür hier. Die hier? Ja. Okay. Oh nein. Boah, ey, dieses Umorientieren. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Wo ist die... Du musst wieder in den Joker-Raum. Digga, ich... Wo bist du zum Teufel, Alter? Haben wir noch irgendeinen Raum, wo wir diesen Schlüssel am Boden noch nicht betätigt haben? Haben wir alles. Da oben bist du. Habe ich eine Joker-Krone hier irgendwo? Ja, du kannst da schon durchgehen. Hier, kann ich einfach durch? Ja. Okay. Weil dann gebe ich dir die... Wo ist die Harfe? Die zue Tür. Die Harfe ist... Also die andere zue Tür. Nee, zue Tür. Links von dir, hinter dir. Die hier oder die hier? Links. Die. Hab ich auch Karten um mich rum? Ja. Okay, dann gehst du jetzt dadurch. Wo, hier? Ja, und du sagst mir jetzt, wo die Karten bei mir sind. Dass ich die gegen die anderen Karten matchen kann hier beim Pferd. Oh Mann, wo bist du denn da oben? Du musst einmal drehen. Die Richtung? Warte mal, jetzt muss ich umdrehen. Nee, andersrum. Jetzt, ja. Okay, und jetzt musst du einmal andere Richtung drehen. Und mir gleich sagen, wo bei mir das Portal ist. Ja, hinter dir. Die hier. Nee, links. Das hier. Ja. Okay, dann können wir jetzt beide durchgehen. Hä? Durchs Portal. Wo ist denn das Portal? Ist das... wo ich auch durchgegangen bin. Einfach... Hier. Genau andere Richtung. Ja. Achso, Alter. Weil die müssen halt immer... Ja. Okay.
Das war nice. Das war cool. Lass mal durchs Enderportal gehen. Netherportal. Was ist jetzt hier los? Hier so. Oh, jetzt geht's noch direkt. Nochmal. Oh, Brudi. Oh, schi. Aber jetzt kann man seine eigenen Symbole sehen, oder wie? Nö, noch. Ich hab ein Ei. Du? Da, ich kann ins Ei gehen. Ja, du kannst nur Ei machen, genau. Ich kann, glaube ich, noch gar nichts machen. Ja, ich kann gar nichts machen. Ich bin auf dich angewiesen. Wo ist denn das Ei? Da bist du. Ja, du musst mal... Nee, andere Richtung. Du musst mir die Schachfigur mal geben. Schachfigur? Ja. Oder habe ich gerade gedrückt? Ja, genau so. Moment. Bist du denn jetzt hin? Ich bin in einer ganz anderen Welt jetzt. Kannst du auch durchgehen? Nee, bei mir ist die Tür zu. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Hier kann ich nichts machen, das war nicht richtig. Ich kann nicht zurück. Oh Gott, ich bin am Arsch, Alex. Ja, du musst gucken, ob du da irgendwie wegkommst. Ich kann nichts tun. Ich bin in einer Parallelwelt. Ich kann nichts machen. Moment, verstellst du hier Sachen? Warte. Ich kann auf jeden Fall alleine hier nicht zurückkommen. Hast du kein Match, das du machen kannst? Nö. Ja, ich auch nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Also. Ich kann nur den König-Spielfigur machen, aber da ist halt die Tür dann zu. Ja, die Tür ist aber zu. Ja, egal, dreh mal irgendwas. Hab ich doch gerade schon. Mach nochmal. Oh ja, mach nochmal zweimal dasselbe. Du drehst hier bei mir, ich bin anscheinend in der Schattenwelt und du drehst bei mir auch irgendeinen Kram. Okay, okay. Okay, ja, jetzt habe ich wieder ein Tor. Okay. Dreh nochmal. Gleiche Richtung. Weiß ich nicht. Ich schau mal, was passiert. Okay. Nee, dreh mal einen zurück. Du drehst gerade irgendwelche anderen Räume. Ja. Nicht hier. Oh, jetzt kann ich mich selber matchen. Ja, stimmt. Warte, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt bei diesem komischen Apfel hier. Oh, ich kann mich auch wieder selber matchen. Jetzt bin ich in so einer Schattenwelt. Oh, ich kann in den Mond gehen. Nee, gar nicht, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Ich kann in den Schlüssel gehen. Ich will in den Schlüssel. Ja, geh mal in den Schlüssel. In Schlüssel sind alle bis auf eine zu. Ach du Scheiße. Wo ist denn der Schlüssel? Achso, du bist in der echten Welt. Ne, jetzt bin ich wieder in der echten Welt. Oh, mein Ding hier ist... Das Ding, was ich benutzen kann, ist abgebrochen. Ich kann gar nichts machen. Ich dreh einfach mal. Bist du in der Schattenwelt oder was? Ja, aber das... mein Hebel ist abgebrochen, ich kann nicht drehen. Und zwei von meinen Türen sind zu. Bei mir sind drei zu. Und bei der einen ist kein Symbol und bei dem anderen ist schon das Endportal, aber das Endportal ist an nichts dran, wo auch ein Endportal ist. Was ist denn das jetzt? Ich kann einfach gar nichts tun. Oder kannst du mich irgendwie drehen? Kommst du irgendwo hin? Ich hab doch gerade schon ein paar Mal gedreht. Ja, wo kannst du doch irgendwo anders hin, was anderes drehen? Ich kann nur zum Ei wieder zurück. Ja, mach mal Ei, vielleicht kannst du mich dann drehen, weil sonst komme ich halt nie wieder raus. Ist das das Ei? Ich gehe jetzt ins Ei. Jetzt bin ich im Ei. Okay, dann dreh mal im Ei. Okay, im Ei drehst du mich, alles klar. Ich kann ins Endportal gehen, hier. Ja, ich auch, lol. Ja, okay, das war ja easy. Bild. War jetzt, glaube ich, eher aus Versehen, aber... Jetzt sind wir im Void, oder was? The tragic tale of King Bartholomeus.
a tale of deception. After losing his heirs, my king was a broken man. His legacy at risk. Ever his loyal subject and friend, I persuaded my king to pursue immortality. We would use alchemy and rule together forever. But, alas, time was our bitter foe. And as my king lay dying, a treacherous demon caught his ear, offering immortality via contract. When death came knocking, King Bartholomeus signed his name right there, but in his haste never checked for any fine print. That fool condemned his realm and all within to this cold prison. Now, naturally, it's very important. Boah, ist das ein ekliges Geräusch. What is mine? You shall pay for your sacrilege. How dare you come back here? Damn you! Ja, da war eine schlechte Laune, ey. Escape Royale. Let's go!